Das Spice muss fließen. Und deswegen fliegen wir heute mit David Hein auf den Wüstenplanet. Darüber hinaus reden wir über Problematisches aus Polen. Wir reden über hippe Nazis. Und wir spielen eine weitere Runde Säge, Stein, Kopier. Viel Spaß bei Kino Plus. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Kino Plus. Heute mit Sandro, mit Etienne und momentan nur noch mit mir. Aber, und ich habe es ja eben schon angekündigt, gleich schließt sich uns auch noch David Hein an. Der hat noch ein bisschen was zu tun, aber hat sich dann doch die Zeit genommen oder nimmt sich dann doch die Zeit, um mit uns über Dune ausführlich und breit zu reden. Genau. So, aber zuerst wollen wir über das reden, was ihr zuletzt gesehen habt. Etienne. Komm, ich habe gesehen, du hast irgendeinen coolen Film gesehen. Zuletzt habe ich, glaube ich, The Dry gesehen. Erzähl mir doch mal bitte was über diesen Dustin Hoffman-Film. Stunde auf Bewährung heißt der. Oh ja, das ist lustig. Da bin ich drauf gekommen, weil ich den Bill Burr-Podcast gehört habe. Und Bill Burr hat erzählt, er guckt viele alte Filme aus den 70ern. Und hat dann angefangen zu schwärmen über einen Dustin Hoffman-Film, den ich auch nicht kannte. Aber das ist jetzt auch schon wieder, wie lange ist denn das her, dass ich den geguckt habe? Das ist schon ein Monat oder noch länger her. Ja, aber irgendwie hast du beim letzten Mal nie angefangen, darüber zu erzählen. Und ich war auch lange nicht mehr hier, muss man fairerweise sagen. Ich überlege. 2 Wochen, glaube ich. Aber, ja? Ich glaube auch. Ich glaube ja. Du warst vor 2 Wochen da. Ja, cool. Okay, wir haben auf jeden Fall nicht drüber geredet. Also, der Film ist aus dem Jahr 78, mein Geburtsjahr, und nennt sich Straight Time und ist, gilt als Klassiker in den 70er Jahren mit Dustin Hoffman, Theresa Russell und Gary Busey, Harry Dean Stanton, kennt man ja auch, von Ulu Großbart. Kennst du den? Den Regisseur? Nee. Wie gesagt, ich kenne den deutschen Titel, Stunde der Bewährung. Den habe ich früher in der Bibliothek schon zigtausendmal gesehen, aber das war immer so einer, an den gehst du vorbei und ja, greifst halt nicht zu, weil es nicht irgendwie so dich so wirklich anspricht, auch vom Plakat her. Ja, ist halt, ich habe das halt in dem Podcast gehört und er hat dann so geschwärmt über Dustin Hoffman in diesem Film und da habe ich gedacht, okay, fuck, ich liebe ja 70er-Jahre-Filme, ich liebe Dustin Hoffman, kannte den auch nicht. Dann hole ich den mal nach, hatte gehofft, dass das nicht irgend so ein langweiliges Ding wird, was immer gesagt wird. Ist gut und dann sitzt man da und denkt sich, oh, so, ne, aber ist sehr, sehr unterhaltsam. Ist ein, Dustin Hoffman spielt einen Dieb, einen Räuber, der aus dem Knast rauskommt und versucht im Prinzip, ein normales Leben sich aufzubauen, aber wie es so oft ist, er kommt aus dem Knast, kriegt kaum die Chance, alle behandeln ihn halt auch wie einen Gangster. Und es ist schwer für ihn, ein normales Leben zu führen. Und ultimativ, ohne jetzt zu viel zu verraten, geht es halt darum, dass das Einzige, was er wirklich gut kann, ist halt Clown und Räuber sein und oder Gangster sein. Und entschließt sich dann eben noch mal ein Ding zu drehen. Und will jetzt nicht zu viel verraten, könnte jetzt schon viel vorwegnehmen, aber ist so ein typischer 70er-Jahre-Film und Dustin Hoffman ist wirklich einfach fantastisch, weil du ihm diesen Struggle wirklich abnimmst. Er spielt einen auch nicht, also es ist kein cooler Räuber, ist jetzt nicht irgendwie so ein Robert Redford, der da aus dem Kino kommt und der mit seinem Charme, dann, ich war zu Unrecht im Knast, oder so ein George Clooney wie in Out of Sight oder so, sondern er ist halt nicht besonders der Schlauste und er trifft keine guten Entscheidungen. Ja? Er hat zwar vielleicht das Herz am rechten Fleck, aber es hat mich so ein bisschen an, wie heißt der Robert Pattinson-Film? Good Times oder Good so. Times, genau. Weiß gar nicht, was ich noch groß zu dem Film sagen soll. Also sollte man mal gesehen haben, wenn man so auf 70er Jahre. Aber es ist mehr Schauspielkino, ne? Also ich muss jetzt so anhand der Geschichte, die du jetzt erzählst, habe ich jetzt sofort Kalidos Way gedacht, so, ne?
Ja, ich würde eher sagen aber nicht unbedingt auf demselben Level, was das Gangstersein angeht. Ja, sowas wie Serpico würde ich eher sagen. Ja, okay. Ist ja auch das gleiche, also, ne, auch gut, ist Al Pacino, aber so gleiches Feeling. Gleiches Feeling und so vom Pacing her hat er mich sehr stark so an sowas wie Serpico, auch ein bisschen Taxi Driver und so erinnert. In diese Richtung würde ich den einordnen. Wie heißt der nochmal, damit sich alle. Straight Time, also auf Englisch heißt der Straight Time. Ich weiß nicht, wie war der deutsche Titel? Stunde der Bewährung. Stunde der Bewährung, ja. Und dann habe ich einen Film gesehen, der nennt sich The Dry, mit Eric Boehner in der Hauptrolle. Und das ist ein klassischer Murder-Mystery-Film. Also er spielt einen Cop, der zu einer Beerdigung von seinem Kumpel ich weiß gar nicht wohin, ist es Melbourne? Nicht Melbourne, irgendeine australische Stadt auf jeden Fall, zurückkehrt. Und dann gibt's immer so Flashbacks. Und dann sieht man, dass er und der Kumpel, der jetzt gestorben ist, dem wird vorgeworfen, seine Familie ausgelöscht zu haben, also seinen Sohn umgebracht zu haben, seine Frau und dann sich selbst, nur das Baby am Leben gelassen zu haben. Fängt auch direkt damit an, mit so einem schreienden Kind im Babybett. Und dann gibt's immer so Flashbacks, dass er mit dem Typen früher befreundet war und mit so zwei Mädels im Wald war. Und und dann durch die Flashbacks ist es immer so zeitversetzt und irgendwann kommt halt raus, dass eines dieser Mädels als Teenager dann in diesem Wald gestorben ist. Und das ist so ein Flashback. Und er kommt dann halt zurück in die Gegenwart, zu dieser Beerdigung. Und dann werden quasi, es gibt quasi zwei Fälle. Zum einen dieser Mord an der Familie und was war damals unter Jugendlichen passiert ist im Wald sozusagen. Und wie das alles zusammen connected ist. Und er muss sich dann auch diversen Fragen stellen, weil dann ist dieser Klassiker, du bist gegangen und es wurde nie aufgeklärt, was damals passiert ist im Wald, was hast du eigentlich damit zu tun und so weiter. Und dann ist das so ein klassisches Whodunit. Jetzt kein spektakulärer Film, geht, glaube ich, auch über 2 Stunden, aber irgendwie ein ganz nettes Setting, weil der spielt in diesen, deshalb heißt er auch, glaube ich, The Dry, in diesen ausgetrockneten, so ein kleines, man würde sagen, Redneck-Dorf oder so, aber wo halt wirklich die Dürre ist und wenn einer eine Kippe irgendwo falsch hinwirft, dann existiert das Dorf nicht mehr so ungefähr. Vor diesem Background spielt das Ganze und Eric Boehner spielt auch eigentlich eine sehr sympathische Rolle, so jetzt nicht ein Superheld, sondern eher ganz ruhig. Es gibt auch keine krassen Action-Szenen oder so. Es ist so, wirklich so ein Krimi, würde ich sagen, klassischer Krimi, mit dem man abends, wenn man sowas mag, einfach mal gut weggucken kann, ohne jetzt wirklich spektakulär zu sein, wo man jetzt sagt, wow, sowas habe ich noch nie gesehen. Es muss ja auch nicht immer spektakulär sein. Nee, aber ich mag mal so ab und zu mal so abends auf der Couch mit der Frau mal so einfach so ein Krimi, der in 2 Stunden eine Geschichte erzählt, am Ende weiß, wer der Mörder war. Und dann sagst du so, alles klar, gut. On to the next one. Und dann möchte ich noch einmal ganz kurz die Werbetrommel rühren. Nicht für einen Film allerdings, für eine Serie habt ihr bestimmt schon längst gesehen. Hat mir Jan Gustafsson empfohlen. Ich habe sie natürlich schon ein paar Mal gesehen bei Amazon Prime, hat sie mich angeschreit. Ich habe mich nicht getraut, drauf zu klicken. Invincible. Ah, ja. Invincible, Zeichentrickserie oder Anime, keine Ahnung. Zeichentrick. Zeichentrick, ja. Superheldenserie, die auf den gleichnamigen Image-Comics, glaube ich, basiert. Und im Prinzip wie ein Best-of ist von anderen Superhelden-Sachen, also sehr viel zusammengeklaut. Alle Superhelden, die da drin vorkommen, hast du das Gefühl, es ist das Äquivalent von jemandem, den ich kenne und die hat die Lizenz nicht. Aber auf erwachsen gemacht. Ultra brutal. Super geile Story, meiner Meinung nach. J.K. Simmons spricht eine Rolle und noch Steven Yeun war das, ne? Ja, da sind so viele. Da sind ganz auch hier viele. Sassy Bates spricht noch ja mit und Dings so. Justin Roiland hier, der den Rick bei Rick and Morty zum Beispiel spricht und natürlich auch Rick and Morty erfunden hat und so. Also, es gibt verschiedene Cameos als Stimmen. Ultra brutal, aber also es eigentlich so, wie ich mir mal so einen Film vorstellen würde. The Boys geht ja ein bisschen. Ja, The Boys geht auf jeden Fall in diese Richtung, aber die Story ist halt noch ein bisschen. Also The Boys ist ja so, spielt mehr oder weniger alles auf der Erde und hat auch sehr viel so zwischenmenschliche Geschichten. Und Invincible ist halt wirklich over the top mit Monstern, Aliens, Bedrohungen aus der ganzen Welt. Einer ist krasser als der andere. Wie heißt der eine, den habe ich jetzt geguckt in der 5. Folge, Beast Boy oder so, der einfach kommt, einfach alles zu Klump schlägt, richtig Splatter und auch mehr oder weniger den Helden
fast vernichtet und dann einfach sagt, oh Mann, das macht mir alles keinen Spaß, es ist mir zu läppsch und wieder in seine Dimension geht, weil er einfach zu krass ist, ja. Ich hatte so leichte One-Piece-Vibes, weil bei One-Piece ist es auch immer so, es kommt immer ein krasserer, immer ein krasserer, immer ein krasserer, immer ein krasserer. Und so ist es da auch, also irgendwie alles ist ein bisschen so übertrieben, aber auch geile Soundeffekte, wenn die sich boxen in dieser Serie. Hast du sie gesehen? Ich habe sie komplett gesehen. Wenn sie sich boxen, das macht richtig Spaß. Das hört sich so geil an, wenn die dann irgendwie so wieder so einen Schädel in die Wand klatschen. Das hat schon eine Wucht, so. Ne? Ja, das ist eine Animation. Es hat eine richtige Wucht und und eine Folge geht, glaube ich, auch 40, 45 Minuten. Also ist jetzt, ich bin echt angetan davon. Es ist seit langem mal wieder. Freu dich auf Finale. Naja, jetzt freue ich mich auch schon mal. Also ich hab 6 Folgen geguckt, ich kann es echt nur empfehlen. Invincible, wer auf sowas Bock hat. Hat mich auch ein bisschen so vom Zeichen, so ein bisschen One Punch Man. Ich weiß nicht, ob ihr One Punch Man kennt, aber das ist ja auch, da gibt es ja auch immer noch einen krasseren und krasseren und krasseren und so. Also das hat schon Spaß gemacht. Invincible, Empfehlung. Cool. Ich mach's schneller. Ich hab, nachdem wir gestern im IMAX waren, um Dune nochmal zu gucken, habe ich mir den alten Dune nochmal angeschaut. Den habe ich original im letzten halben Jahr 4-mal gesehen oder so, weil der mich immer wieder fasziniert, weil der sehr nah dran ist am Buch, weil also Soundtrack und auch der Aufwand, der damals betrieben wurde, sind schon sehr beeindruckend, auch heute noch, auch wenn das alles, also hier der Imperatorsaal und so mit diesem Gold und so alles auch nicht besonders glaubhaft irgendwie aussieht und so ein bisschen übertrieben. Ich finde bis heute diesen Navigatoren geil. Der da so reingeschoben wird in diesem Blubberkasten. Ja. Also hat ihr gecheckt im neuen Film, wer der Navigator ist eigentlich? Ja, einer von diesen Kugelleuten, die da hinten im Hintergrund stehen? Nee, der eine, der einmal auch kurz seine Augen quasi so weiß macht und dann irgendwas berechnet und dann die Antwort gibt, dieser etwas kopulentere. Ich weiß das gar ist ein Navigator? Das ist ein Navigator. Ah. Das ist jedes Haus hat ja so einen und das ist der von der Atreides. Jedenfalls habe ich mir im Vorfeld ja auch hier diese Serien reingezogen, Children of Dune und was die Fortsetzung quasi ist und den Dune nochmal als Serie. Also Dune wurde echt mehrfach angegangen, aber das ist tatsächlich nicht so doll. Da spielt Uwe Ochsenknecht, spielt Stilgar. Also den Javier Bardem. Javier Bardem spielt, das ist Uwe Ochsenknecht in der Version. kann ich euch nicht empfehlen. Children of Dune mit unter anderem James McAvoy kann ich eher empfehlen. Und hier, das ist der Bösewicht aus Dings, oder? Aus Blade? Ist das nicht Steven Dorff oder wer da weiß ich gerade gar nicht, aber das ist schon besser, aber leidet natürlich unter wenig Budget, weil das halt Sci-Fi-Produktionen waren. Und gemessen daran ist natürlich der Film dann eben von Lynch damals, war zum Scheitern verurteilt, weil du kannst nicht diesen Epos, ich meine, guckt euch diesen Schinken an, kann man nicht in 2 Stunden erzählen. Deswegen macht Villeneuve das ja auch in hoffentlich dann 2 Filmen. Aber mit jedem Mal macht. Das ist ja wirklich Sand. Ja, natürlich. Sieht man das? Das Ding hast du doch damals gesagt, ach, guck mal hier, das können wir Sandro schenken. Diesen Gag. Den Gag habe ich gemacht? Den Gag hast du gemacht. Sehr gut. Jedenfalls fasziniert der Film. Ich weiß nicht, wie ihr über den David Lynch-Film denkt, aber ja, du, ich habe mir jetzt gerade dann, nachdem wir in Dune IMAX waren, habe ich mir dann mal meine DVD rausgeholt, die ich mal irgendwo auf dem Flohmarkt ergattert habe, mit der TV-Version. Von David Lynch. Von David Lynch. Die er nicht als seine Version bezeichnet. Die ist 180 Minuten lang. Mhm. Sieht auch, sag ich mal, ein bisschen merkwürdig aus, weil der Film beginnt und ich habe auf dem Format, auf der Formatfunktion meines Fernsehers, habe ich mehrfach hin und her geschaltet, weil das ist wirklich sehr, sehr schmal. Ja? Und dann habe ich nur Zoom, mit Zoom habe ich es ein bisschen weiter, ein bisschen breiter gekriegt. So. Ja. Aber dann ist das halt wirklich am Anfang dieses Opening aus dem Kinofilm, wo die Wüste gezeigt wird und dann die Toto-Musik spielt und so, ne? Und dann plötzlich, bumm, Vollbild. Und dann wird erstmal die Geschichte erzählt, die halt in bisher keiner Verfilmung großartig zum Thema kam, nämlich, dass die Menschheit irgendwann mal technologisch so weit vorangeschritten war, dass sie alles den Maschinen überlassen hat. Ja, das Denken, das Arbeiten und was weiß ich. Und die Menschheit ist richtig träge geworden, woraufhin die Menschheit versklavt worden ist von den Maschinen und sich dann halt dagegen gewehrt hat und so. Und das wird alles nur mit Bildern, mit gemalten Bildern erzählt. Von der Off-Stimme mit gemalten Bildern. Und ich bin noch nicht mal bis dahin durchgedrungen, wo der eigentliche Film von Lynch wieder losgeht. Das ist der Grund übrigens, warum es die Navigatoren gibt, weil die ja keine Maschinen mehr haben, aber diese Navigatoren so erweitert wurden, dass die halt die ganzen Weltraumberechnungen machen können und sowas. Ja. Deswegen brauchen sie eben auch diese Spies. Und das Geile ist nur, David Lynch hat sich geweigert, die Regie dafür anzuerkennen. Deswegen haben sie halt am Anfang schön, das siehst du halt auch noch, weil es sich halt vom Universum so absetzt, haben sie schön einen Alan Smithy-Film draus gemacht. Ah, okay. Und am Ende, wo halt Regie David Lynch stehen müsste, steht jetzt halt auch
Alan Smithy. Er redet bis heute nicht drüber, ne? Wenn man ihn fragt, er wird nichts mehr zu sagen. So, Alan, ich bin gespannt. Muss man erklären, für alle, die es nicht wissen, ist ein Pseudonym, das immer dann verwendet wird, wenn Regisseure nicht wollen, dass ihr echter Name verwendet wird. Genau, wenn sie sich von dem Werk distanzieren. Ja. So, wir distanzieren uns auch mal kurz. Es gibt hier gerade einen Werbespot und dann melden wir uns zurück. Bitburger. Mit bestem Hallertauer und Bitburger Siegelhopf. Feinherb, frischem Geschmack. So gut kann Bier schmecken. Und deshalb bitte ein Bit. Hallo und willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus. Momentan noch mit Sandro, Etienne und mir. Gleich schließt sich uns noch David Hein an, um mit uns über Dune zu reden. Aber wir wollen vorher kurz noch mal das restliche Programm für diese Woche abhaken. Und da sind noch zwei Sachen, die muss ich erstmal kurz, sag ich mal, da ist die Pflicht, die ruft, beziehungsweise die Pflicht abhaken. Unter anderem möchte ich euch aufmerksam machen auf ein Filmfestival. Und dieses Filmfestival findet in Wien statt. Also das ist ein Veranstaltungstipp für unsere österreichischen Freunde. Das Slash-Filmfestival findet vom 23.09. bis zum 3.10. statt. Und ich glaube, wir haben hier einen kleinen Trailer, den können wir dazu einspielen. Mhm. Ne? Von der Webseite Slash-Film? Hat das auch erst, aber es hat damit nichts zu tun. Das hat damit nichts zu tun. Ja. Es ist tatsächlich ein eigenes Festival, was sich halt mit Genrefilmen und Thrillern und was sich auseinandersetzt. Und die haben ein wirklich geiles Programm in diesem Jahr, kann ich nur sagen. Nachdem jetzt doch schon einige Festivals ausfallen mussten oder abspecken mussten, haben sie jetzt echt aufgefahren über diese eine Woche. Wir haben hier unter anderem rausgesucht Pure Plays, auf den freue ich mich sehr. Das ist von diesem Nikias Chrysos, der auch schon Der Bunker gemacht hat, wenn ich mich recht erinnere. Die haben Lamp, den haben wir als Trailer gezeigt mal. Weißt du noch, ich weiß nicht, vielleicht warst du da mit dabei. Da ging es um so eine Schafsfarm in Neuseeland und irgendwie, ja. Nein, nicht? Dann gut. Dann After Blue, der neue Film von Bertrand Mandicot, der hat The Wild Boys gemacht, da bin ich sehr gespannt. Hier Spine of Night, so ein Rotoskop-Film. Da bin ich sehr gespannt drauf. Dann Mad God von Phil Tippett, das ist der, der die Stop-Motion-Animation bei Star Wars unter anderem gemacht hat, der auch bei Jurassic Park ursprünglich eigentlich die Dinos animieren sollte, was sie dann halt gegen digitale Effekte ausgetauscht haben. Der hat jetzt einen eigenen Film gemacht, den er über Ewigkeiten hinweg produziert hat. Titan, der neue Film von Julia Ducournau, ist der Eröffnungsfilm. Dass sie den da dabei haben, ne? Ja. Also, wir durften ihn ja schon sehen und werden da ja eh noch drüber reden, wenn der dann startet. Aber Titan, ey. Also ist schon ein sehr gutes Brett. Vicious Fun für unsere Shivers-Vertrauten zeigen sie zum Beispiel auch noch. Der sagt mir was. Ja, den haben wir beim Shivers gezeigt. Den zeigen sie auch. Das war der mit dieser Serienkiller-Selbsthilfegruppe. Ja, dann Werewolves Within für die Leute, die auf schöne Videospielverfilmungen stehen. Das ist mal eine gelungene Videospielverfilmung. Die kann man quasi alle dann online gucken, oder? Nee, die kann man nur vor Ort gucken. Und wo ist das? In Wien. In Wien. In Wien. Und ja, The Sadness zeigen sie, einen neuen Seuchenhorrorfilm aus Taiwan, den ich schon gesehen habe und wo ich auch sagen kann, ja, aber der, Alter, der ist Brett. Also der ist wirklich hart. Also es ist wirklich ein harter Film. Aber insofern hart, dass der auch so richtig den Tag auch runterzieht, oder? Nee, er macht noch, er macht dann doch auch noch irgendwo Spaß. Okay. Beziehungsweise versteht sich schon noch als Unterhaltungsfilm. Es gibt ein paar Momente, da denke ich dir, Alter, oh nee, das muss nicht sein. Ja. Aber wirklich, also das sind so Momente, die deinen Schädel ficken wollen. Und die sind manchmal nicht wirklich notwendig, aber manchmal sind sie auch wirklich beeindruckend in Szene gesetzt, muss man auch sagen, weil sie halt so vom Technischen her einfach, also es ist wirklich so ekelhaft teilweise und heftig. Ja, das gibt's alles beim Slash Film Festival. Darüber hinaus haben die noch echt so viel Programm. Es gibt eine Matinee mit Die Nacht der langen tausend Messer. Da werden halt so Schlitzerfilme gezeigt. Es gibt ein Folk-Horror-Segment. Schlitzerfilme. Hier, da wird unter anderem The Wicker Man gezeigt. Die Neuabtastung. Den liebst du ja. Ja, wäre vielleicht für dich noch mal Klassiker. Wäre für dich noch mal was. Es gibt Quizze. Es gibt ein Schauspielhaus, das haben sie jetzt umfunktioniert zu einer Art Hotel. Da werden dann irgendwie Gäste eingelagert. Oder beziehungsweise gibt es so bestimmte Attraktionen in Verbindung mit dem Slash-Film-Festival. Also es ist wirklich auch sehr schönes Rahmenprogramm. Und mit ein bisschen Glück werden wir auch vor Ort sein.
Wir wollen am zweiten Wochenende, das erste Oktoberwochenende, wollen wir mal hin und wollen uns das Ganze mal anschauen. Ihr zwei oder was? Wissen wir noch gucken. Nicht. Aber gucken, ob wir zu dritt oder zu zweit. Ich bin ja kein Kameramensch. Das ist ja. Wenn wir Glück haben, vielleicht düsen wir zu dritt hin. Mal gucken. Ich hätte Bock. Es sei denn, du hast Bock auch noch dahin zu fahren. Oder zu viert, Eddie. Ah, ich kann da leider nicht. Ja. Aber guck mal, da wäre sowas. VHS Ate My Soul. Das ist quasi. Anthology, oder was? Das ist quasi so eine Art, eine Nebenveranstaltung zu den Nacht der 1000 Messer. Da werden so kleine schöne Slasher-Filme gezeigt. Ich dachte, basiert auf dem VHS-Franchise. Nee, nicht auf dem. Okay. Nee, aber das sind halt so Filme, da werden halt Filme gezeigt, die es nie über den Status des Direct-to-VHS hinaus geschafft haben. So. Also die wahrscheinlich nie das Licht einer großen Leinwand erblickt haben. So. Ja. So viel dazu. Habe ich alles? Gut. Und dann müssen wir noch kurz ein Wort an unsere heutigen Sponsoren richten. Denn diese heutige Folge wird unterstützt von pampling.com. Und das hat mich sehr gefreut. Die haben uns nämlich angesprochen, weil sie gesehen haben, dass ich T-Shirts von denen trage. Und deswegen haben sie gesagt, ey, cool, wäre cool, wenn ihr hier euren Leuten ein paar T-Shirts noch zusätzlich geben wollt. Also ihr könnt hier gerne im Anschluss an diese Folge unten in den Kommentaren, im Top-Kommentar wird es sein, könnt ihr gerne auf einen Link klicken. Und da steht dann halt auch noch, dass ihr, wenn ihr den Gutscheincode KINOPLUS eingebt auf der Seite pampling.com, dass ihr dort ein paar Vergünstigungen bekommt, beziehungsweise, glaube ich, auch ein paar, ja, lustige Socken. Sieht man sie? Nein, sieht man. Ja, yeah. Lustige Socken gibt es zu jedem T-Shirt oder zu jeder Bestellung noch mit dazu. Also einfach auf die Seite gehen und dann den Gutscheincode eingeben. Okay. Und dann, ja, stöbern. So, und jetzt kommen wir zu den Kino- und Streaming-Starts diese Woche. Bitteschön. Applaus an Ellen, hat sie richtig stark zusammengeschnitten. Echt, sehr gut. Geiles Ding. Sehr gut. So, ich würde jetzt mal zuerst mit Streamit anfangen. Das können wir, glaube ich, schneller abhaken. Dann, bitte. So, heute, unter anderem als Streaming-Empfehlung für die kommenden Tage haben wir Nona, ein Kurzfilm von den Pixar Sparks. Hast du davon schon mal den Sparks Studios? Das ist so ein Nebenstudio von den Pixars, gibt's auf Disney Plus. Hier geht's um eine Oma, die muss an einem Tag, an dem sie eigentlich lieber gerne ihre geliebte Wrestling-Show schauen möchte, muss sie auf ihre kleine Nichte René aufpassen. Das ist ja ärgerlich. Und was daraus passiert, es hat mir wieder ein Tränchen in die Augen gezogen. Hat der Hund einen Kapuzenpulli an? Der Hund hat einen Kapuzenpulli an. Ja. Meine auch, und? Man muss halt verstehen, warum. Not ist ein Kurzfilm, geht nicht lang. Aber diese Sparks-Kurzfilme, die sind echt cool auf Disney Plus. Also, ich habe ganz viele Disney Plus-Kurzfilme von Pixar geguckt. Ja, aber ich kann die immer nicht unterscheiden, ob sie jetzt von eben Pixar sind. Da gibt es ja auch die. Genau, Pixar, da gibt's diese, da noch es von. Gibt die, die eigentlichen Pixar-Filme und es gibt die Spark Studios. Spark. Aber nenn mal welche von denen. Kitty and. Nee, wie hieß das? Also die. Ach, Mann. Wir hatten von dem einen hatten wir geredet, da ging es um eine Katze. Und ein Bullterrier. Ich glaube, Kitty and the Bull hieß der. Und wir hatten noch von dem mit den zwei Robotern geredet. Die sitzen in so einem Zug. Der eine muss immer irgendwas kaputt hauen und der andere muss das in den Ofen, in den Ofen ballern. Kitbull hieß der. Den habe ich auch schon mal gesehen. Kitbull, ja. Pearl also, gibt's noch? Also die haben halt so ein bisschen. Pixar sind ja fast immer computeranimiert und immer so ein bisschen knuddelig und sowas. Und hier sind die im Stil, sind die ein bisschen vielfältiger. Und da gibt's wirklich ein paar schöne Filme dabei. Also wirklich ein paar schöne Filme. Dauert noch nie lange, aber ich sag mal so, auf der Effekt, den die Filme erzielen, ist meistens immer echt überraschend groß. Ach, Burrow, der war doch sogar Oscar-nominiert.
Mit diesen kleinen Viechern, die sich durch diese Erde bewegen. Das waren so Würmer und weiß ich was alles. Okay. Aber okay, ja. Weiter im Text, seit gestern draußen Schumacher. Eine Dokumentation über Michael Schumacher, den Formel-1-Rennfahrer und siebenfachen Weltmeister, die halt mal so einmal den gesamten Werdegang des Mannes beleuchtet und sehr viel, sag ich mal, auch die Familie zu Wort kommen lässt. Vor allem die Ehefrau, aber auch die Kinder und dann halt den Vater. Und ja, wie gesagt, die Karriere wird halt schon, sag ich mal, vor allem am Anfang sehr intensiv und ausführlich beleuchtet. Ja, die späteren Jahre sind dann doch sehr knapp. Also ich habe irgendwann mal auf die Timeline geguckt und war echt überrascht, weil ich gedacht habe, okay, Moment mal, der hat zwar mit Ferrari einige Weltmeistertitel gewonnen, aber danach kam ja doch noch einiges, was er auch gemacht hat. Aber zum Beispiel die Mercedes-Jahre werden ganz kurz und knapp abgehakt. Ja, aber ich hatte die auch schon total vergessen, dass der noch mal irgendwann bei mir ist. Ja, aber und naja. Also so wirklich viel erfährt man nicht, was man nicht ohnehin schon weiß, wenn man Fan von diesem Mann ist. Ich glaube, es ist aber auch schwierig. Also ich war auch jetzt nicht der größte Fan von dieser Doku, weil sie auch sehr dann bewusst mit Musik und so auf die Tränendrüse drückt. Und das halt alle fünf Minuten. Nicht, dass man das aufbaut und zum Schluss du irgendwie dann da sitzt und heulst, sondern das wird alle fünf Minuten gemacht. Weil es ist natürlich auch, wir kennen die ganze Tragik um Michael Schumacher, was dann im Finale natürlich auch eine Rolle spielt. Da war so ein Zitat, was ich wirklich schön fand, von der Frau, die so meint, Michael hat uns immer beschützt und jetzt beschützen wir ihn. Was damit meinte sie halt so dieses Abkapseln von der Öffentlichkeit, was ja auch wahnsinnig beeindruckend ist, dass sie das schaffen. Ne, dass man halt einfach nicht weiß, so was Sache ist. Oder nur so halb halt. Aber der Weg dorthin, ja, es kommt der ein oder andere Konkurrent zu Wort. Es kommen natürlich, wie du schon sagtest, die Familie zu Wort. Es kommen Wegbegleiter zu Wort. Aber es ist so ein bisschen viel Archivmaterial ist ja auch drin, einfach nur. Ja, also ich meine, es ist schon, einiges ist schon wirklich interessant und wenn man es noch nicht wusste, auch spannend zu verfolgen. Ich muss aber sagen, dadurch, dass halt auch gerade eine andere Figur zu Beginn der Dokumentation nochmal in den Fokus gerückt wird, nämlich Ayrton Senna, muss man einfach den Vergleich anstellen mit der Senna-Doku und die macht es meiner Ansicht nach deutlich besser, weil die halt irgendwie ein bisschen auch mehr zu erzählen hat. Ja. Und auch, sag ich mal, die Figur Senna dann halt nochmal in einen anderen Kontext setzt. Hier, das. Ich will's, also es ist vielleicht, klingt vielleicht böse, das meine ich aber nicht böse, es klingt schon fast wie ein Nachruf. Aber wer das schon produziert? Ja. Ist das von der Familie Schumacher produziert oder was? Produziert habe ich jetzt nicht so auf dem Schirm. Ehrlich zu sein, wirkt es so. Es wirkt schon fast so. Weil du auch nicht, also man muss ja auch sagen, klar, Michael Schumacher ist wahrscheinlich ein sehr toller Mensch, so wie er auch da dargestellt wird. Er wird ja auch als Familienmensch dargestellt, aber ich vergleiche das mit dieser Toni-Kroos-Doku fast schon. Also nicht so schlimm, weil das ist ein absoluter Werbefilm, aber du hast hier wirklich eigentlich gar keine negative Phase oder so. Also es wird nicht mal du kannst mir nicht erzählen, dass auch Michael Schumacher nie irgendwie was blöd gemacht hat, was naja, Blödes gemacht hat. Das wird gar nicht so sehr beleuchtet. Ist irgendwie doch am eindeutigsten. Ich meine, sie versuchen es ja anhand der Szene mit Villeneuve, weil man sieht, dass Michael Schumacher Villeneuve in die Karre fährt und nicht Villeneuve Michael Schumacher in die Karre fährt. Und sie sagen ja die ganze Zeit nur, er will nicht einsehen oder hat nicht eingesehen, dass er dann Fehler gemacht hat. Und für ihn war das kein Fehler. Und das war dann so. Und dann ist das auch so. Genau, es ist keine Aufarbeitung, sondern es wird einfach nur erzählt, wie es damals war. Dann hört man noch, das meine ich mit Archivmaterial, dann hört man ihn noch von damals, was er zu dem Vorfall gesagt hat. Ne, da wird es dann eingespielt, irgendwie, weiß ich nicht, ein Interview oder was weiß ich. Und that's it. Und das ist mir irgendwie als jemand, der auch Formula One Drive to Survive total liebt, ist natürlich eine andere Geschichtenerzählung in dem Sinne, aber ist das irgendwie zu wenig? Ist nicht genug aufarbeitet? Ja, also als Denkmal und Erinnerung an Michael Schumacher, sage ich jetzt mal einfach so, oder als irgendwie als Karriererückblick, so, alles fein. Als ernsthafte Dokumentation sage ich, nein, da fehlt noch einiges. Okay. Ja. Gut, so, was haben wir noch? Demolition hatten wir hier schon mal als Hausaufgabe mit Jake Gyllenhaal, der hier. Hast du geguckt? Nee, hast nicht getraut? Ich habe den schon lange irgendwie mal auf dem Schirm gehabt, aber dann da ging es wieder um einer verliert seine Familie und da habe ich dann schon wieder gesagt, na, weiß ich nicht. Ja, wählt halt einen sehr unkonventionellen Weg, um mit seiner Trauer umzugehen. Gute Leistung von Villeneuve, wollte ich jetzt sagen. Von so viele Namen, Jake Gyllenhaal. Jake Gyllenhaal. Gyllenhaal. Demolition. Ich habe den, glaube ich, auch irgendwann mal gesehen, aber nicht mehr so im Kopf. Er spielt einen Anwalt, glaube ich, oder ist das der? War es ein Anwalt? Ja, kann gut sein.
schön inszeniert, aber halt auch ein etwas sperriger Film. Also muss man sich drauf einlassen, was der Regisseur hier macht und wie er halt vor allem gewisse Schicksale A zueinander führt und die dann aber auch miteinander aufgehen lässt oder beziehungsweise was halt sich daraus für Konsequenzen ergeben. War nicht einfach, aber ich habe ihn trotzdem mal auf die Liste mitgepackt, weil es schon auch einfach auch als Hausaufgabe hier vorhanden war und wir uns schon sehr angeregt über diesen Film unterhalten. Spielt ja auch in dem Remake von The Guilty mit, habe ich jetzt gesehen. Ne? Jake Gyllenhaal, ne? Ja. Ja. Habt ihr da Lust drauf? Muss das sein? Also ich finde das Original, ich habe das erst vor einem Monat oder so gesehen und fand das mega. Aber ehrlich gesagt, das ist also da gibt es keinen Grund, das nochmal zu machen. Ich könnte mir jetzt das nochmal wahrscheinlich exakt genauso angucken und dann sitzt da ein anderer Typ, eben Jake Gyllenhaal. vielleicht mache ich das noch, weil ich das Original so mag, aber die Gefahr ist natürlich, dass es jetzt nicht mehr wirkt, weil das ist so ein Film, den guckst du einmal und dann hast du ihn halt geguckt. Ja. Also der ist gut, aber das weiß ich nicht. Hast du The Accountant geguckt? Der kommt jetzt ab dem 17. Ben Affleck? Ben Affleck, ja. Ja. Den fand ich in Ordnung. Also ist jetzt auch kein Überfilm so, aber so im Nachhinein betrachtet, fand ich den einfach, es war ein solider Thriller. Kann man mal machen, auf jeden Fall. Er ist halt schon hier und da echt vorhersehbar in manchen Positionen, aber alles in allem fand ich den schön inszeniert, gab ein paar gute Action-Szenen. Und ich mag tatsächlich eigentlich diese Figur von Ben Affleck, diesen. Er ist auch schon älter, ne? Ja, es geht. Bisschen. Vier, fünf Jahre. Aber das, ja, aber er wird ja. Und ich mag den Regisseur, das ist der von The Warrior. Der wird ja sogar eine Fortsetzung bekommen. Warrior. Ja, und John Bernthal ist noch mit dabei, also gute Leute. Wie gesagt, kein Film, der irgendwie Bäume ausreißt, aber. Kendrick. Ja. Also nur für die Leute, die es nicht wissen, es geht hier um einen, ja, wie soll man sagen, er ist Steuerberater, so in der Art, und muss jetzt für ein Unternehmen die Bücher prüfen, und im Laufe dieser Buchprüfung kommt es dann zu Mordfällen. Mehr darf man eigentlich nicht erzählen, weil das wird schon zu viel wegnehmen. Das spinnt nämlich alles mit in die Geschichte rein. So. Und was haben wir noch? Ja. Endlich kommt ein Film hierzulande auf DVD und Blu-ray. Über den habe ich schon so oft geredet. Er heißt A Taxi Driver, stammt aus Korea, aus dem Jahr 2017. Und es ist wirklich unverständlich, warum dieser Film erst 4 Jahre später hier nach Deutschland kommt. Er handelt von einem Taxifahrer, der von einem deutschen Journalisten namens Jürgen Hinzpeter im Jahre 1980 engagiert wird, damit er ihn von Seoul nach Gwangju bringt. Eine Stadt, die sich im Ausnahmezustand befindet, die von dem Militär systematisch abgeriegelt wurde und in der dann halt Demonstrationen für die Demokratisierung von Korea blutig niedergeschlagen werden. Dieses Massaker von Gwangju wurde dann weltberühmt. Die Zahlen der Toten variiert, je nach Aussage, aber es wurde eben der Welt bekannt durch die Aufnahmen von Jürgen Hinzpeter, der einzige Reporter war, dem es gelungen ist, Aufnahmen von der Stadt zu machen und die dann außer Landes zu bringen, um sie halt weltweit in den Nachrichten zeigen zu können. Und hier wird halt gezeigt, wie Hinzpeter zusammen mit dem Taxifahrer, den er nur Mr. Kim nennt, wie die halt zum einen nach Gwangju reinkommen, in Gwangju versuchen, sag ich mal, die Aufnahmen zu machen und halt auch dem Militär zu entgehen und dann halt aus Gwangju wieder rauszukommen. Ist ein toller, toller Film. Ich habe ihn jetzt gerade dann endlich mal in der deutschen Synchronisation gesehen und die meiner Ansicht nach auch ganz gut gelungen ist. Er hat zwar Song Kang-ho, das ist der Familienvater aus Parasite, zum Beispiel, oder aus Memories of Murder oder aus Joint Security Area von Park Chan-wook. Der hat zwar diese Jackie Chan-Stimme, so, aber die hat er auch, glaube ich, in der deutschen Synchronisation von Parasite gehabt. Also dementsprechend passt das schon noch. Ey, ich muss sagen, du hast ja jahrelang von diesem Film geschwärmt, weil er, glaube ich, 2017 rauskam ursprünglich oder produziert wurde. Weil ich wusste überhaupt nicht, worum es geht. Ich dachte, es ist halt 2 Stunden irgendwie Taxifahrer und der hat unterschiedliche Gäste, so Odd-Taxi-mäßig oder so, weißt du, dieser Anime. Habe ich gedacht, und ich hatte überhaupt nicht erwartet, was da alles auf mich zukommt, weil es am Anfang ja noch so eine Leichtigkeit hat. So da, also auch wie lustig der Taxifahrer ist. Der sagt dann so, this taxi, Saudi money, I drive a Saudi truck. Und so sagt er halt. Und ich denke mir so, ey, wie cool dieser Typ drauf ist. Und dann kriegst du halt mit, wie in was für eine Lage die sich hineinversetzen, aber auch was die beide für einen guten Job machen. Also ist ja fast schon ein Plädoyer für Taxifahrer, dieser Film, aber auch
für Journalismus, weil eben der Mann, der gespielt wird von Thomas Kretschmann, wo man auch sagen muss, den vergesse ich immer wieder, wie gut der eigentlich ist, dass der ja auch seinen Job eben dementsprechend gut macht, dass er der Einzige ist, der Welt enthüllt, was dort vorgefallen ist. Das kann man sich ja heute eigentlich in Zeiten von Social Media und so kaum noch vorstellen. Aber wann spielt der Film? 1980. Genau, das war ja eine andere Zeit, da musstest du halt einfach dich einsetzen, um sowas überhaupt zu enthüllen. Und das ist wahnsinnig beeindruckend. Also mich hat er von Minute zu Minute mehr reingezogen und irgendwann, also man kennt's ja vielleicht, ich habe den auf Koreanisch geguckt mit englischen Untertiteln, eventuell verliert man dann doch ein bisschen was. Also es kann sein, dass ich nach einer Stunde plötzlich merke, der Film hat mich gar nicht mehr. Und hier war das Gegenteil der Fall. Ich wollte jede Zeile lesen, wollte jedes Wort lesen und der hat mich so reingezogen, der Film. Und fand ich wahnsinnig beeindruckend, hat mich richtig umgehauen. Also auf jeden Fall gucken. Ja, ist jetzt als Blu-ray und DVD endlich erhältlich und freut mich sehr. Ich dachte, stream it. Noch nicht, kommt aber auch in den digitalen Verleih. Na ja, gut. Also digital kannst du den dann kaufen. Also digital kannst du ihn schon leihen. Und kaufen kannst du ihn ab dem 21.09. Ja. So, auch ein Film, der jetzt noch mal neu auf DVD bzw. 4K Blu-ray rauskommt, sagen wir es mal so. Und der jetzt gerade am Dienstag hier in Hamburg im Kino lief, im Rahmen des Filmclubs, aber jetzt am Samstag noch mal läuft und auch noch mal nächste Woche im Kino zu sehen ist. Also es ist ein Veranstaltungstipp für unsere Hamburger Freunde. Im Studio-Kino ist er nächste Woche noch mal zu sehen. Donnie Darko. Weil der in Deutschland nie im Kino lief, richtig? Richtig. Ja, der lief absolut nie, der kam direkt auf DVD oder VHS raus. Es geht hier um einen Jungen, der eines Nachts von einem Mann im Hasenkostüm geweckt wird. Und wer kennt das nicht? Ja. Und man sagt ihm, ey, und er sagt ihm halt, komm, steh auf, es ist nicht gut, hier im Bett rumzuliegen. Und deswegen bewegt er sich raus und das ist auch insofern glücklich, denn in dem Moment knallt eine Flugzeugturbine durch seine Zimmerdecke und hätte er nicht, sag ich mal, den Anweisungen von Frank, so nennt sich der Hase, wäre denen nicht gefolgt, ja, wäre er gestorben. Und deswegen glaubt er auch Frank, als der offenbart, dass in ein paar Tagen, ich glaube 28 Tagen oder so, genau, die Welt untergeht. Und ja, mehr sollte man vielleicht nicht erzählen, den Rest sollte man erfahren. Und es ist schön, dass dieser Film jetzt endlich mal nochmal in einer schönen restaurierten Fassung rauskommt. Und zwei unserer Kollegen waren im Kino gewesen am Dienstag und haben sich den angeguckt, denn sie sind beide, ich glaube, doch schon größere Fans von diesem Film. Hier sind einmal kurz ein paar Statements von Feline und Matthias. Wach auf, Donnie. Ich habe einen neuen Freund. Ist er echt oder erfunden? 28 Tage. Ich habe ihn erfunden. Als kleiner Disclaimer vorweg, ich hatte Donnie Darko vorher nur einmal gesehen. Das ist, keine Ahnung, wie lange her, 10 Jahre vielleicht, zu Hause auf einem Laptop. Das heißt, wenn die Kinofassung mich underwhelmed hätte, wäre das schon sehr sonderbar gewesen. Ich bin aber tatsächlich sehr selig aus dem Kino rausgegangen, denn ich wusste, dass mir Donnie Darko gut gefällt, dass das so ein Film ist, der mich sehr anspricht, aber so richtig zu schätzen gelernt habe ich ihn jetzt, glaube ich, tatsächlich durch die Kinofassung. Ja, ich konnte Donnie Darko auch nochmal im Kino schauen und was soll ich sagen, Donnie Darko ist und bleibt einer meiner Lieblingsfilme, er ist auf jeden Fall oben mit dabei. Ich habe ihn schon diverse Male gesehen, aber jetzt zum allerersten Mal im Kino und ja, wie so ziemlich jeder Film durchs Kino gewinnt, hat natürlich auch Donnie Darko durchs Kino nochmal an Qualität dazu gewonnen. Eine große Leinwand bringt einfach auch nochmal die Möglichkeit, nochmal auf kleine Details zu achten, die hier und da versteckt sind. So irgendwie als, ich weiß gar nicht, ob, ist mir jetzt bestimmt nicht zum ersten Mal aufgefallen, aber der geschnitzte Frank-Kürbis zum Beispiel ist mir direkt ins Auge gefallen dieses Mal. So Kleinigkeiten halt. Aber allein das Kinoerlebnis gibt natürlich auch nochmal so ein bisschen andere Aspekte dazu, auch allein mit einer Menge von Leuten das zu schauen. Also ich habe den Film schon diversen Leuten gezeigt und im kleinen Kreis geschaut, aber wenn du in einem Saal bist und dann auch mitbekommst, dass so ein kompletter Saal anfängt zu lachen an denselben Stellen, an denen du auch lachst, wo du dir teilweise vorher nicht sicher warst bei diesem Film, ist das jetzt lustig gemeint oder nicht? Und dann stellst du fest, nee, das ist schon auf jeden Fall auch lustig an Stellen. Aber auch die anderen Szenen gewinnen dann so, gerade so, wenn du Horror-Elemente reinkommen und es wirklich düstere Atmosphäre wird, das ist natürlich dann im Kino nochmal ein bisschen besser. Gerade dieser Soundtrack, den ich auch auf Schallplatte habe, der ist super, dieses dröhnende und diese Klangteppiche, die da sind. Also die Stimmung gewinnt auf jeden Fall auch enorm.
Denn abgesehen davon, dass die mir nochmal gezeigt hat, wie krass gut der Soundtrack ist, finde ich auch, dass der wahnsinnig gut gealtert ist. Den kann man sich total gut noch angucken. Dem sieht man das nicht unbedingt an, wie viele Jahre der schon auf dem Buckel hat. Und ich muss echt sagen, dass ja immer so ein Ding ist, so alte Filme auf einer großen Leinwand zu sehen. Weil manchmal nimmt das ja auch so ein bisschen den Zauber, wenn man die ein bisschen anders in Erinnerung hatte. Und dann sieht man die und denkt so, ui, das ist aber doch ein bisschen altbacken alles. Finde ich bei Donnie Darko gar nicht. Sehr große Empfehlung, wenn man die Möglichkeit hat, ihn im Kino zu sehen. Ich bin sehr froh, dass ich das konnte. Und ja, kann sonst eigentlich kein negatives Wort irgendwie drüber verlieren. Also wenn einem der Film gefällt, dann macht man auf jeden Fall nichts falsch. Und wenn man den noch nie gesehen hat, dann erst recht nicht. Ich muss aber auch sagen, dass ich im Vergleich zu anderen Filmen bei Donnie Darko sagen würde, dass er das Kino gar nicht braucht. Der hat als Home-Kino auch wunderbar funktioniert. Ich finde auch die deutsche Synchro hat weiterhin gut funktioniert. Ich habe ihn jetzt im Originalton gesehen, sonst immer eigentlich fast ausschließlich in der Synchro. Und die ist auch immer noch sehr, sehr gut. Lohnt sich also auf jeden Fall auch, den zu Hause zu schauen. Ich meine, das erklärt auch so ein bisschen, glaube ich, warum der damals ja im Kino ein bisschen gefloppt ist und dann im Heimkino erst wirklich Erfolg hatte. Das merkt man dem an. Der ist ja so ein bisschen zusammengestückelt. Er hat ja keinen roten Faden, dem man folgen kann. Ich glaube, der geht auch wunderbar zu Hause noch auf den Fernsehgeräten. Aber ich bin froh, ihn jetzt einmal im Kino gesehen zu haben, auf der großen Leinwand. Das stand auf jeden Fall auf der Liste und konnte jetzt abgehakt werden. Donnie Darko, toller Film. Ja, Donnie Darko, toller Film. 6 Stunden, 42 Minuten, 12 Sekunden. Glaubst du an Zeitreisen? Glaubst du an Zeitreisen? Ich persönlich, ja. Ja? Muss ich ja. Musst du? Naja, ja, Zeitreisender. Aber wir dürfen da nicht so öffentlich reden, also stell mir bitte keine weiteren Fragen. Gut. Donnie Darko, aber schöner Film, habe ich auch in 2 oder 3 verschiedenen DVD-Editionen. Auch. War auch, glaube ich, einer der, also da war die DVD-Sammlung noch ganz frisch, als ich den auch dann gekauft habe. Toller Film. Und, glaube ich, auch der Startschuss für Jake Gyllenhaals Karriere, während der Regisseur Richard Kelly, glaube ich, nichts gerissen hat. Er hat noch Der ist erstmal richtig baden gegangen mit Southland Tales. Ja, und The Box war ja, glaube ich, auch nicht wirklich ein Erfolg und auch nicht so richtig geil. Und dann hat er nichts mehr gemacht. Ja, The Box fand ich aber tatsächlich nicht ganz so schlecht. Der mit Cameron Diaz, der? Mit Cameron Diaz, ja. Ich mochte den. Ich hatte gar nicht mehr auf dem Schirm, dass Patrick Swayze da mitspielt. Habe ich dann vorgestern noch mal gesehen. Ja. Ich fand's erstaunlich. Der hat ja nur ein Budget von 4,5 Millionen gehabt. Und das, was Feline sagt, trifft auch wirklich zu, dass der halt einfach zeitlos ist quasi. Dass der gut gealtert ist und man sich, glaube ich, den immer geben kann. Weil der einfach so von der Atmosphäre lebt und auch so weird ist. Und du darfst auch nicht 2 Minuten weggucken, weil dann wird's schon schwierig, irgendwie das alles zu interpretieren. Du kannst es ja unterschiedlich interpretieren. Also ich fand den jetzt noch mal wesentlich stärker als vor ein paar Jahren. Ja, ich habe den ja, der lief ja schon tatsächlich doch noch mal kurz im Kino, beim Fantasy Filmfest habe ich den gesehen damals. Mhm. Aber in einer noch nicht, kann ich mir wiederholen, aber es war damals einfach so cool. Es war eine noch nicht freigegebene oder noch nicht irgendwie verliehene Fassung. Also der hatte doch damals keinen Verleih. Und das Problem war, der war auch nur in so einer Art Rough Cut fertig. Also viele Szenen, die dann später noch mal als Director's Cut rausgekommen sind, waren in der Fassung noch drin, die ich zum ersten Mal gesehen habe. Es gibt einen Kinocut und es gibt einen Director's Cut. Ach, krass. Und in dem Kinocut, auf der DVD des Kinocuts, waren entfallene Szenen. Und die haben sie dann fast alle in den Director's Cut noch mal mit eingearbeitet. Meine Version war irgendwie eine Mixtur daraus. Und ich hatte auch noch einen ganz anderen Song an dieser einen berühmten Stelle, wenn sie halt diese schlafenden Leute zeigen und da dieses Mad World kommt, was ja dann in den Charts dann richtig erfolgt wird. Genau. Der Song war bei mir in meiner Version nicht enthalten. In meiner Version war ein U2-Song namens MLK. Achso. Und für den haben sie die Rechte nicht bekommen und deswegen mussten sie den Song. Wenger Boys lief stattdessen. Ja, also U2 mit Beautiful Day. So Wenger, das Gegenteil von Mad World. Aber dann mussten sie halt. Dann mussten sie den Song halt austauschen und dadurch ist Mad World, dieses Cover, ist halt dann richtig berühmt geworden. Ja, was insofern mir noch nicht aufgefallen war, weil vorher läuft ja schon ein anderer Tears for Fears Song und da habe ich gar nicht die Brücke geschlagen, aber na gut. Ja, so, das war's zu Donnie Darko. Wenn ihr die Gelegenheit habt, liebe Hamburger, am Samstag im Savoy und ab Mittwoch, Dienstag im Studio-Kino. Also, ich will auch noch mal rein. Ja, wir sprechen drüber. Wir sprechen. Gut, jetzt sprechen wir noch mal kurz über Small World, ein Film, bei dem ich mich frage, wie hat der es ins Kino geschafft? Ja, der ist wirklich, er ist so asozial.
Das ist so asozial. Er stammt von einem Regisseur namens Patrick Wega. Patrick Wega kann man vielleicht kennen, wenn man unsere Sendung ein bisschen aufmerksamer verfolgt. Über den haben wir mal gesprochen im Rahmen eines Films namens Pragi Breslau. Den gibt's auf Netflix zu sehen. Hier in Small World erzählt er die Geschichte, die wirklich bittere Geschichte von einem Mädchen namens Ola. Die wird im Alter von 4 in Polen entführt und tritt daraufhin eine Odyssee durch, ja, die Kindesmissbrauch und Kindeshandelswelt oder Parallelwelt auf diesem Planeten an. Also sie wird erst nach Russland verkauft, landet dort bei einem Mann, der zusammen mit 5 kleinen Mädchen oder 5 Kindern irgendwie einen Haushalt führt, wird dann weiter verscherbelt irgendwie an Kinderpornografie-Ring in England und landet dann über kurz oder lang in Thailand, wo halt schon alle Hemmungen und alle Grenzen des guten Geschmacks und der Moral einfach niedergerissen worden sind. Es ist wirklich, der Film versteht sich selbst als sehr krasse, drastische Anklage an eben die Politik Europas, wie halt mit Menschenhandel umgegangen wird, weil weltweit wohl im Jahr 1,5 Millionen Kinder für sexuelle Ausbeutung, Organhandel und sogar Rituale verkauft werden. Oh Gott. Und das versucht dieser Film anhand dieses Schicksals von Ola und anhand des Schicksals eines Polizisten, der damals nicht verhindern konnte, dass sie entführt wurde und jetzt sie halt wieder zurückfinden will, wird das hier gezeigt. Das Problem ist, das ist alles so offensiv und so, weiß ich nicht, es ist irgendwie unangenehm, einfach auch teilweise anzuschauen. Und ich weiß nicht, ob die Botschaft, die Patrick Wega da aussenden will, ob das wirklich so ankommt. Weil vor allem halt auch, weiß ich nicht, also allein jeder Russe ist eigentlich ein Antimensch in diesem Film. So. Ja, und ich weiß nicht, ob das so wirklich cool ist und beziehungsweise ob das so wirklich hilfreich ist. Ja. Und dann auch Frauen, die halt gezeigt werden, die halt fast, also die halt sich als die größten Arschlöcher erweisen, wo ich mir halt auch denke, vielleicht meinst du es feministisch, vielleicht bist du aber auch einfach wirklich ein Frauenhasser und steckst sie deswegen in diese Rollen. Könnte man jetzt auch auf den ersten Blick nicht so wirklich, also klar voneinander trennen. Ist ein schwieriges Ding, muss ich einfach sagen. Ist ein schwieriges Ding. Ich verstehe, wenn er wirklich, er hatte hier eine Premiere in Berlin, Tino war da. Und ja, ich verstehe schon, dass dem das ein Anliegen ist, dass man da was gegen unternimmt. Der hat auch ein Video aufgezeichnet, das er direkt an Ursula von der Leyen gerichtet hat, wo es hieß halt, ey, tut was gegen diesen Kinderhandel, weil es ist wohl der am schnellsten wachsende gerade. Er ist nicht der lukrativste, wie jetzt Drogenhandel oder so, aber dieser Menschenhandel und Organhandel mit Kindern wächst und floriert. Und es soll nur noch schlimmer werden. Ich meine, Dennis, ich habe den Film jetzt nicht gesehen, weil ich wollte ihn eigentlich in Vorbereitung gucken. Natürlich bei dem Thema habe ich es dann nicht. Du, es ist alles andere als Wohlfühlkino. Aber grundsätzlich ist es ja nicht verkehrt. Man muss natürlich über die Art und Weise dann sprechen. Aber wenn so ein Thema, was jetzt vielleicht nicht so geläufig ist, weil es halt wahnsinnig unangenehm ist, dann halt thematisiert wird in Filmen. Ja, aber ob du dann wirklich so eine Kinder- oder eine Orgie mit Kindern zeigen musst und ja, so weiter, das ist dann halt, das ist dann wieder so die Frage und da kann ich jeden verstehen, der sagt, ey, nee, bleib mir weg. Ja. So. Eine vorsichtige Empfehlung würde ich aber aussprechen für Je suis Karl, ein deutscher Film von Christian Schwocho, in dem es um, ja, eine junge Dame geht, deren Familie wurde gerade von einem Bombenattentat entzweigerissen. Mutter und ihre Geschwister sind gestorben, nur sie und der Vater bleiben übrig. Und der Verdacht liegt nahe und natürlich stürzt sich die Presse auch drauf, dass das ein islamistisch motivierter Anschlag war. Und in diesem ganzen, ja, in dieser Trauerphase und dann aber auch in der, sag ich mal, in dem Presserummel, der da entsteht, lernt diese junge Frau halt einen jungen Mann kennen, gespielt von Jannis Niewöhner, der sagt, ey, hier, komm, ich helfe dir und wenn du mal Bock hast, wir sind hier ein Kollektiv von jungen Leuten, wir interessieren uns für ein, ja, umweltbewusstes Europa und für ein faires Europa und für alles Mögliche und sie folgt diesem Mann und muss halt feststellen, dass das nicht alles so Friede, Freude, Eierkuchen ist, was sie da propagieren. Und ich will eigentlich gar nicht so viel verraten, aber doch, ich muss ein bisschen was verraten. Der Film schildert halt so ein bisschen die Verführbarkeit und die Verführung der neuen Rechten und Identitären. Ja,
wie halt, es wird halt gezeigt, wie die es halt jetzt schaffen mit einem neuen Auftreten, mit neuen Schlagworten, mit neuen, weiß ich nicht, mit neuen Mitteln. Also es ist nicht mehr der Störkraft hörende, stiefelträgende, Springerstiefel tragende und Seitenscheidel oder grasierte, weiß ich nicht, Neonazi, wie man damals früher gesagt hat, sondern es halt sind junge, smarte Menschen, die aussehen wie du und ich, die Musik hören, die klingt wie der Hip-Hop, den du zum Beispiel auch jederzeit reinziehen würdest. Da gab's einen Track drin. Ich habe gedacht, geil, Hamme, will ich haben. Bis halt unten der Text eingeblendet wird und ich realisieren muss, fuck. Kollege? Nee. Hab ich auch gedacht gerade. Aber ja, also wie gesagt, der Film konzentriert sich sehr darauf, wie halt versucht wird, sowas zu, ja, wie soll man sagen, sowas zu rekonstruieren, wie damals schon gewisse andere Strömungen. Man erinnert sich an das Attentat von Franz Ferdinand, was Auslöser für den Ersten Weltkrieg war. Man erinnere sich an den Reichstagsbrand, ja, bei dem ja auch nicht ganz klar ist, ob das, oder beziehungsweise wo auch immer in Frage gestellt wird, ob das nur ein Einzeltäter war oder ob da nicht noch andere Leute mitgeholfen haben, um eben den Zustand in Deutschland zu erreichen, den sie erreichen wollten. Und hier ist, ja, wird halt gezeigt, wie halt schon ein, ähnlich wie bei Trump, ein Zustand so lange propagiert wird, bis Leute halt das Kapitol stürmen. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also. Ja, und was da für Unterschied, du hast ja gesagt, was da für unterschiedliche Leute zusammenkommen, auch jetzt, genau. Die nicht eben nach Klischee aussehen, sondern auch, weiß ich, Schwobler und all sowas. Genau. Interessant, werde ich mir angucken. Ist ein Film, der sehr reizvoll erstmal wirkt, so, ne? Und der dann halt auch Gefahr laufen kann, dass man halt denkt, so, ey, das ist aber viel zu cool und zu schick und zu stylisch inszeniert. Aber der dir dann halt schon irgendwo dann auch immer wieder den Teppich unter den Füßen wegzieht, um zu zeigen, ey, wenn du da eben jetzt das geil und cool und stylisch fandest, solltest du besser hinterfragen, was du dir alles so anschaust. Aber auch so ohne Fingerzeig, weil dann wird's auch immer schwierig. Naja, ich würde nicht sagen, nicht ganz ohne Fingerzeig. Ja. Und ich würde auch nicht sagen, nicht ganz ohne Probleme. Ich habe ein bisschen Probleme gehabt mit der Hauptfigur, gespielt von Luna Wedler, weil die, sag ich mal, ein bisschen zu einseitig in ihrer, was heißt zu einseitig, aber Teile ihrer Motivation sind ein bisschen Klischee und altbacken. Ja? Das ist so etwas, was mich da ein bisschen rausgerissen hat aus dem Film. Aber trotzdem, für einen deutschen Film gut gemacht, gutes Thema und geht auch gut durch. So. Also ich hatte da jetzt nicht irgendwie Langeweile. So. Ich habe das interessant verfolgt, weil, ja, das sind wahrscheinlich Sachen, über die man sich noch in Zukunft näher Gedanken machen muss, mehr Gedanken machen muss und auf die man aufmerksamer sein muss. Ja, werde ich gucken. Cool. So, damit hätten wir erstmal den Teil erledigt. Jetzt geht's einmal in die Werbung und danach melden wir uns zurück mit einer großen, ausführlichen und hoffentlich auch möglichst spoilerfreien Besprechung zu Dune mit unserem zugeschalteten Gast David Hein. Hallo und herzlich willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Sandro Etienne. Und ja, große Filme erfordern im wahrsten und im übertragenen Sinne große Gäste. Und deswegen begrüßen wir ganz herzlich David Hein, der sich jetzt hier live zugeschaltet hat. Aus Hollywood. Ihr seht im Hintergrund, sorry, dass ich nicht da sein kann. Ich bin hier gerade an einem Set. Ja, und aber ich möchte natürlich gerne bei Kino Plus dabei sein. Hallo. Hallo. Danke, dass du es möglich gemacht hast. Ja, klar. Ja, du bist gerade schwer beschäftigt. Du hast ein wichtiges Projekt. Darfst du darüber erzählen, weswegen du auch nicht so viel Zeit hast heute? Ich habe ein bisschen bei Fridays for Future. Es geht ja ums Klima jetzt, auch bei den Wahlen. Da hänge ich ein bisschen mit drin. Und dann natürlich auch für meinen eigenen Kanal. Da habe ich gerade viel zu tun. Deswegen habe ich es nicht geschafft, nach Hamburg anzutanzen. Aber das kriegen wir bald mal wieder hin. Ja, ich hoffe es. Ich hoffe es. Aber jetzt bist du hier und kannst mit uns über ein paar Sachen sprechen. Unter anderem einmal kurz der Tradition gemäß. Was hast du als letztes gesehen, was jetzt nicht hier heute vielleicht noch Thema ist? Aber ich habe wirklich auf Netflix, habe ich vorgestern, ich hatte sonst keine Zeit, hatte ich Bock, mir einfach mal wieder Terminator 2 reinzugucken und dachte so, ich spule mal so vor zu den Szenen, die ich immer super fand und habe dann diese Intro-Sequenz laufen lassen und blieb dann wirklich wieder die vollen 2,5 Stunden hängen. Also dieser Film macht mit mir jedes Mal was, deswegen immer wieder interessant, dass Terminator 2, der wird nicht schlechter, vielleicht sogar ein bisschen besser, wenn man ihn häufiger guckt und war wieder spaßig. Ja, ich habe gerade heute noch gelesen, es gibt jetzt eine neue Adaption oder Edition, also eine richtige geile, weiß ich nicht, mit Büste und was weiß ich. Es gibt dann eine neue Blu-ray, es gibt eine neue 4K und keine Ahnung, noch eine Edition.
Und da haben sie noch so ein Video zugepostet, wo dann halt so die Unterschiede zwischen den einzelnen Blu-ray-Transfers sind, so, ja. Und was das für ein Unterschied teilweise ist. Ey, ich habe das Gefühl, ich habe ein Abo auf diesen Film, weil ich mir alle zwei Jahre irgendeine Edition von diesem Film kaufen muss, irgendwie. Ja. Naja. Aber das ist, finde ich, die größte Auszeichnung für einen Film, der, wie alt ist der jetzt? 30 Jahre? Ist es? 92. Ja, fast 30 Jahre. Ja. Alt ist der immer noch so gut funktioniert. Also nicht durch so eine Nostalgiebrille, wo man sagt, ja, für damalige Verhältnisse, sondern wirklich, den man heute guckt und sagt, ne, der könnte heute so im Kino sein und die Leute würden wahrscheinlich rausgehen und sagen, oh. Also, oder? Ja, also, klar. Das ist echt die größte Auszeichnung. Auch visuell gut gealtert und so, ne? Ja. Also, das hast du ja auch nicht immer. Gibt es denn unterschiedliche Cuts auch oder sind es nur. Ja, es gibt auch unterschiedliche Cuts. Krass. Es gibt ja die Kinofassung, es gibt die Director's Cut-Fassung und es gibt eine Extended Cut-Fassung, die nochmal irgendwie so 2 Minuten länger ist als der Director's Cut. Und ja, die wurden dann halt auch unterschiedlich teilweise vom Color Grading behandelt und so. Also, es war wirklich erstaunlich, was da zu sehen war. Und ich muss sagen, mein Favorit unter diesen bisherigen Bildern, die man von Terminator 2 kriegt, ist die Blu-ray von 2017 so. Also das ist irgendwie am schärfsten. Und auch in diesem Blaustich aus, den dieser Film ja ausmacht. Ne? Also ich glaube, es war eine der ersten DVDs, die ich mir gekauft habe überhaupt. Ja? Ja. Also bei mir auch. Ich habe sogar noch diese es gibt, da gab so eine Metallbox, da war das Ding drin. Also noch ohne fancy Kopf. Und das war schon der Hammer, weil da damals zum ersten Mal, glaube ich, diese Special Edition Szenen drauf waren, die sie extra, ich glaube, auch mit neuer deutscher Vertonung, das war richtig toll. Mit Linda Hamiltons Synchronstimme und Arnolds Synchronstimme. Und für Edward Furlong hatten sie irgendwie versucht, jemand Neues zu finden. Das hört man dann so ein bisschen raus und es ist, glaube ich, auch die Version, die heute im Fernsehen läuft. Glaubt ihr, dass jemals wieder eine gute Fortsetzung oder so es geben kann? Na. Irgendwas Gutes noch gemacht wird oder ist das Thema durch auch für euch? Ja, von genau. Ich will, dass der Denis Villeneuve jeden Film macht, den ich super finde. Dass er auch Star Wars rettet. Gute Überleitung. Ja, aber vorher müssen wir auf einen Film, glaube ich, zu sprechen kommen, der nicht so geil ist. Von Denis Villeneuve? Nee, nicht von Denis Villeneuve. So. Den gibt's noch nicht, den Film, der nicht gut ist von ihm. Aber jetzt, wo wir hier, sag ich mal, alle vier zu einem Film noch was sagen können, würde ich sagen, haken wir schnell Saw Spiral ab. Ja, worum geht's, Eddie? Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe schon wieder fast alles vergessen. Das ist so ein läppscher Film einfach nur. Ich glaube, ich habe auch sogar das Review. Hast du ein Review dazu geschrieben? Ich glaube, ich habe das sogar bei dir gelesen. Und es hat hundertprozentig auch getroffen, was ich empfunden habe. Also Chris Rock. Ne? Am Anfang, ich weiß, als das erste Mal dieser Teaser kam oder Trailer und du gehört hast, Chris Rock mit Zorn, da habe ich erst mal so aufgehorcht. Hab ich gedacht, okay, das ist ein interessanter Twist irgendwie. Was machen sie? Und ich bin ja wirklich ein Chris Rock-Fan, zumindest von den Stand-Ups. Und er hat ja auch den ein oder anderen guten Film sogar schon gemacht und so. Aber also ich weiß nicht, was schiefgelaufen ist in diesem Film, aber ich habe selten einen erfahrenen, bekannten Schauspieler so schlecht acten sehen. Das ist komplettes Overacting. Ich war mir nicht sicher, ob der die Memo nicht gekriegt hat, in welchem Film er gerade ist, wie er spielen soll, ob der vielleicht privat seine Szenen gedreht hat und dann einfach an den Regisseur gesendet hat. Und dann haben die es einfach eingebaut. Der hat ja auch teilweise so leichte Stand-Up-Bits, so Monologe, die so wie so ein Stand-Up fast schon wirken, weil du denkst, ja, weil der Regisseur gesagt hat, ja, lass uns Chris Rock doch mal was Lustiges sagen, irgendeine lustige Beobachtung machen, die überhaupt nicht reinpasst. Der Film ist null spannend und ist also wirklich. Ich bin kein Saw-Fan, aber ich habe wirklich jeden Teil geguckt und konnte dem immer in irgendeiner Form was abverlangen. Und wenn es dann eben nur brutale Todesfallen sind, was ja, wo ich jetzt behaupte, dass 90% der Menschen einfach eh nur deswegen reingehen. Aber das ist eine Frechheit. Also dieser Film ist unglaublich schlecht, unspannend und würdelos für dieses Franchise. Das will schon was heißen, nach 17 Teilen, die auch nicht alle gut sind. Gibt so eine Szene, da sitzt Chris Rock, sagt dann so No! Im Original. Das ist so wirklich wie in so Parodien, wo die Kamera dann so rauszoomt und es ganz schlecht ist. Und er soll dann mehrere Emotionen transportieren. Das funktioniert alles überhaupt nicht. Es ist ganz schwer auszumachen, ob er, wie du sagst, so, ob sie ihm nicht gesagt haben, dass das jetzt keine Komödienfassung von Saw ist. Was ich aber sehr viel interessanter fand, war, dass vorher in den Pressematerialien wurde immer wieder so gestreut zu dieser Ansage, Chris Rock sei zu den Produzenten gekommen und hätte gesagt, so Leute, ich habe die Mega-Idee, das ist voll das Ding, was ich mir ausgedacht habe. Und die haben dann gesagt, das klingt super, Chris, du machst auch gleich noch die Hauptrolle und den Producer. Und dann guckst du dir den Film an und denkst bis zum Schluss so, wann kommt denn diese Idee jetzt? Also es ist ja wirklich exakt dasselbe wie eh und je. Typ mit einer Maske rennt rum, meuchelt Leute um und nebenbei passiert so ein Plot, den sie auch bei Law and Order hätten machen können.
So sieht es dann auch von der Bildsprache her leider aus. Und nicht nur er, auch die anderen Schauspieler funktionieren nicht. Diese Fallen wirken irgendwie alle so nachträglich reingequetscht. Es gibt auch so, ich habe das mehrfach gelesen, es gibt so, wo so Drehbuchentwürfe im Netz, die kursieren, wo dann immer dann, wo die Fallen drin vorkommen, ist dann so ein Vermerk da an der Stelle, bitte hier Falle einfügen, weil das im Drehbuchprozess wohl noch nicht passiert war. Und in den Vorgängern war es ja noch so, dass du tatsächlich diese Fallen hatten noch so eine Relevanz für die Figuren. Ne? Die mussten dann oftmals irgendwie so einen Moment aus ihrer Vergangenheit in diesen Fallen aufarbeiten. Und ich fand auch, was die Vorgänger auch noch hatten, war immer dieses Spiel mit dem Unbehagen. Also ich gerade Saw 3 hat wirklich so Fallen gehabt, wo da sitzt du halt so da, hier fehlt das komplett. Und es hatte vor allen Dingen dieses Spiel auch mit dieser Frage, das war für mich dann irgendwann, ich bin genau wie du auch kein Fan von Saw, aber irgendwann setzt du dieser Punkt ein, wo man denkt, so ist ja so absurd, wenn in Teil 7 dann doch noch die Figur aus dem zweiten Teil vorkommt, die mit dem Typen aus dem dritten Teil was zu tun hatte. Und ne, diese ganze diese Verspinnungen, die dann irgendwie richtig absurd wurden, aber irgendwie lustig waren. Und auch das fehlt jetzt hier. Also es ist irgendwie, alle Trademarks sind kacke. Chris Rock ist kacke. Das Bild ist kacke. Und ich denke so, was soll dieser Film? Was war die Idee dahinter? Deswegen, also für mich war das wirklich eins der großen Desaster des Jahres, muss ich sagen. Aber vielleicht irgendwann ja einfach auch so ein richtig schönes, unfreiwillig komisches Ding, was man sich vielleicht noch mal, obwohl, nee. Nee. Ja, aber will man da eine Reihe hinführen eigentlich, die einst eigentlich ganz gut startet? Nicht mal also, die ersten beiden sind ja echt gut irgendwie. Ja, aber der hat ja auch keine, also der hat ja dann gar nichts. Also der hat ja keine geilen Splatter-Effekte, wo du sagen kannst, sowas wie bei Story of Ricky oder so, wo du sagen kannst irgendwie, ja, wenigstens, das sieht super geil, kreativ, brutal aus oder irgendwas, was du der Mac, der ist einfach irgendwie. Naja, ich sag mal so, für eine neue Generation, die das noch nicht kennt oder noch nie einen Saw-Film gesehen hat, okay, von mir aus, mag sein. Ich muss aber nur sagen, da gehen ja Leute rein, die vor allem die anderen Filme alle gesehen haben und die ja eigentlich schon eine gewisse Erwartungshaltung haben. Und dann siehst du aber Szenen, die sind meiner Ansicht nach noch eigentlich typisch für die Saw-Filme. Also die passen schon gut da rein. Aber ich muss mich halt schon fragen, Darren Lynn Boosman, wann war der erste Saw? Das ist auch Der hat den zweiten gemacht, nicht den ersten. Er hat nicht den ersten gemacht, das war James Wan, aber er war ja von Anfang an immer mit dabei und war als Drehbuchautor beteiligt und was weiß ich, oder Editing und keine Ahnung, und hat dann ja selbst irgendwie mehrere Teile gemacht. Und jetzt heutzutage, nach all der Zeit, das genau so nochmal zu machen wie damals, das wirkt halt für mich unfreiwillig komisch oder parodistisch so. Also das nimmt dann halt auch wieder den Ernst der Lage so, oder beziehungsweise die Härte aus der ganzen Geschichte raus. Aber läuft so ein Film denn noch gut? Also laufen da viele Leute rein? Weil ich frage mich so, vielleicht ist es so eine Reihe, die kann machen, was sie will, die kann scheiße sein, wie sie will, und trotzdem, weil da Saw draufsteht, gehen da alle rein. Kann sie tatsächlich. Also Jigsaw hatte bei einem Budget von 10 Millionen noch 102 eingespielt. Der achte? Und ich glaube jetzt, und jetzt, also der letzte, und dieser jetzt ist in den USA, glaube ich, mit 40 gerade. Also sieht nicht so gut aus wie sonst, aber jetzt ist halt die Frage, wie viel spielt er weltweit ein? Mhm. Aber er hat den USA schon 40 Mal vorgelegt, also wahrscheinlich auch wieder für das Budget von einem Apple und einem Ei produziert, und dann machen sie halt irgendwann wieder den nächsten. Weiß ich nicht, scheint sich irgendwie zu rechnen dann doch. Ja, gut. Also, dann Ich würde eher in Escape Room gehen oder Escape Room 2, der macht mehr Spaß. Ist auch kein guter Film, aber ich habe das Gefühl, der bietet mittlerweile das, was man früher so ein bisschen von Saw wollte. Würde ich dir echt auch, sag ich mal, recht geben mit. Ja. Im Vergleich zu Saw Spiral, der hat mir dann doch der Escape Room mehr Spaß gemacht, der zweite. So, aber ein Film, der sich deutlich mehr rechnen muss und für den wir jetzt ganz viel Werbung machen müssen, beziehungsweise, ja, für den wir ganz viel schwärmen wollen, der startet jetzt halt diese Woche auch endlich im Kino, nachdem er dann schon mehrfach verschoben worden ist. Dune von Denis Villeneuve. Basierend auf dem, ja, Sci-Fi-Klassiker Dune von Frank Herbert, der in seinem eigenen Zyklus da irgendwie 6 Bücher geschrieben hat. Ein siebtes wurde nie vollendet. Und rundherum um diese ganze Dune-Geschichte gibt es noch 14, 15, 16, was weiß ich, weitere Randgeschichten. So, wie machen wir das jetzt? In Dune, ich versuch's mal kurz, die Handlung runterzubrechen. Es geht hier um eine Galaxie, die wird regiert von einem Imperator und mehreren Adelshäusern. Und
Wichtig für das ganze Gefüge in diesem Universum oder eben zwischen diesen Adelshäusern ist vor allem eine Substanz namens Spice, die das Reisen, das interplanetare Reisen ermöglicht. Diese Spice wird vor allem von der Navigatorengilde benutzt, die damit halt auch jede Menge Kohle verdient oder umsetzt. So. Und diese Spice wird allerdings nur auf einem einzigen Planeten gewonnen, nämlich auf dem Planeten Arrakis, auch genannt Dune, der Wüstenplanet. Dieser Planet wurde, ja, wie soll man sagen, die ganze Zeit gepachtet oder eben beherrscht und kontrolliert von einem Adelsgeschlecht namens Harkonnen. Für mehrere Jahre, und die haben damit Millionen verdient, haben aber auch den Planeten wirklich unterjocht mit aller Härte und vor allem halt die Einheimischen, die sogenannten Fremen, in die Wüste beziehungsweise halt wirklich zu Guerillakämpfern gemacht. Jetzt wurden die Harkonnen auf Befehl des Imperators abgelöst. Es wurde gesagt, ey, ihr müsst hier abziehen von Arrakis. Ab sofort wird das Haus Atreides übernehmen. Die Leitung und die Führung und die Kontrolle über diesen Planeten. Und deswegen ziehen Lord Leto Atreides, seinen Sohn Paul und seine Frau Jessica mit dem gesamten Hofstaat oder mit ziemlich vielen Hofstaat nach Dune auf, also beziehungsweise nach Arrakis, um dort eben die Führung zu übernehmen. Und geraten so gesehen in eine riesengroße Intrige, könnte man jetzt sagen. Und mehr sollte man vielleicht nicht sagen, wenn man halt noch gar keine Berührungspunkte mit dieser Geschichte hat. Es kann natürlich sein, dass ihr alle den David Lynch-Film gesehen habt. Der bezieht sich natürlich auch auf das erste Buch und greift auch viel davon auf. Und dann ist safe zu sagen, wer den gesehen hat, weiß immer noch nicht, worum es geht. Also insofern. Genau. Es kann natürlich aber auch sein, dass natürlich viele von euch die Bücher gelesen haben, die wissen natürlich deutlich mehr. Ja. Ja. Zum Beispiel, was es unter anderem mit einer gewissen, ja, wie soll man sagen, Schwesternschaft namens Bene Gesserit auf sich hat, zu der unter anderem die Ehefrau von Baron Leto gehört, Jessica, die ist eine ehemalige Bene Gesserit. Und die gehört halt, ja, nun zum Haus Atreides, aber muss halt auch irgendwo ihrem Orden Rede und Antwort stehen. Und die haben auch noch ihre eigenes Süppchen am Kochen, kann man so sagen. Beziehungsweise ihre eigenen Ziele und Pläne, die sie verfolgen. Okay. Und mittendrin steckt der junge Paul, der nicht weiß, was irgendwie, sag ich mal, das ganze Brimborium soll und der irgendwie für eine große Rolle vorgesehen ist, die er eigentlich gar nicht so wirklich ausfüllen möchte. Bislang. Zack. Und das ist eigentlich nur der Anfang, der Auftakt, wie ja auch immer mal wieder gesagt wird. Und da merkt man allein schon, wie viel er zu erzählen hat, ne? Das war ja die große Frage, wie will er eigentlich diese ganzen Begrifflichkeiten, die Welt, wie will er all das einführen? Und da hatte ich große Sorge vor, weil ich den ersten Teil, also das erste Buch, die erste Hälfte des ersten Buches vor kurzem noch mal gelesen habe. Und da wirst du halt zugebombt mit Informationen, ne? Einiges lässt er aus, aber das Wichtigste lässt er drin. Und ich muss ganz ehrlich sagen, für mich persönlich, als jemand, der sehr hohe Erwartungen hatte, gibt's da wenig bis gar nichts auszusetzen. Obwohl ich trotzdem sage, das will ich gleich mal vorwegschieben, so, dass ich glaube, dass viele, die in den letzten Jahren Blockbuster gesehen haben, damit vielleicht nicht glücklich sein werden, weil er eben nicht formelhaft ist, weil es kein klassisches Finale gibt, weil der Film sich ernst nimmt, weil es irgendwie drei Gags im ganzen Film gibt, weil er konsequent ist und weil er so viel anders macht als das, was wir halt vom MCU und DCU und weiß ich was alles gewohnt sind in den letzten Jahren. Deswegen wird es eine ungewohnte Kinoerfahrung für viele, wie ich gestern noch mal gemerkt habe. Im IMAX waren wir ja noch mal. Ja, nur das wollte ich schon mal vorschieben, dass für mich persönlich, dass mir schwerfällt, irgendwas zu kritisieren. Und wir ja auch gleich über die ganzen Stärken reden. Aber ich glaube, dass der nicht jedem gefallen wird. Ich? Mir hat er sehr gefallen. Ja, mir sowieso auch, klar. Aber vielleicht ja, ich meine, man könnte ja schon mal dann doch damit anfangen, ich meine, bevor wir schwärmen. Aber was hast denn du für Kritikpunkte? Wenn, also Sandro sagt, ihm fällt schwer. Fällt es dir auch schwer, David? Nee, also als jemand, der ja auch Denis Villeneuves letzten Film Blade Runner 2049 großartig fand, und der war ja auch recht langsam, und ich glaube, das ist ein Kritikpunkt, den dann das Publikum, was vielleicht mit der Erwartungshaltung reingeht, oh, jetzt kommt ein neuer Fast and the Furious, hier halt nur mit Wüste. Ich glaube, das könnte tatsächlich für die enttäuschend sein, aber für mich war es das nicht. Ich hatte tatsächlich ein bisschen das Problem, dass es mir ein bisschen zu viel Exposition war, die nach meinem Geschmack halt auch ein bisschen mehr in Richtung Mad Max Fury Road hätte gehen können. Also es hätte gerne mehr
mit Zeigen passieren können, einfach mal durch Erleben, statt dass dann immer wieder Figuren bis ins letzte Drittel hin sagen, und dieser Wurm macht jetzt das und dann passiert das. Und also gerade als der erste Wurm, ist meine Lieblingsszene im Film, aus dem Boden bricht, finde ich gleichermaßen großartig, aber es ist auch irgendwie so, ich hatte mit jemandem gesprochen, der hatte das relativ gut beschrieben, so wie so ein Fußballkommentar. Und jetzt wird er gerade abgeholt, wie, und jetzt kommt gleich der Carry-All rein. Wo ist denn der Carry-All? Ah, da hinten ist er. Und jetzt müssen die anderen so weglaufen. Und das ist schon richtig. Und ich kann mir keine Art vorstellen, wie Denis Villeneuve es hätte besser machen können. Das muss ich auch dazu sagen. Aber dennoch war es so, es überfordert relativ viel. Informationen sind da. Und man hat schon das Gefühl, dass es ist halt ein Prolog. Es ist die Vorgeschichte von etwas ganz Großem. Das ist das erste Buch von Frank Herbert E., aber nun muss der halt wahnsinnig viele Informationen reinbringen. Ich finde es super, dass es nicht beginnt wie David Lynch, wo dann erstmal, was ist Paul Atreides, zoomt ins Bild rein, sagt so, wir befinden uns im Jahr 10.191. Das finde ich super, dass er das so macht und dass er das mit viel mit Bildsprache löst, aber es ist schon sehr viel. Und einige Figuren wie Duncan Idaho oder wiederum andere, ne, also ich will da nicht zu viel verraten, aber es gibt dann Figuren, die verschwinden zum Teil. Und man weiß, warum, wenn man sich ein bisschen wenn man die Lynch-Version gesehen hat oder die Bücher gelesen hat, als jemand, der völlig neu im Dune-Universum ist, kann man da schon da sitzen und sagen, hm? Und das ist vielleicht noch der einzige größere Kritikpunkt, den ich habe. Hättest du einen? Oder hast du einen? Also, ich finde, also das Einzige, was ich, ohne jetzt groß zu spoilern, was ich dem Film ein bisschen vorwerfen kann, ist, dass er nicht so wirklich befriedigend endet. Also mit, also ich hatte das Gefühl, wie jetzt ist schon zu Ende so. Und ich war wirklich gerade so auf dem Höhepunkt meines Hypes und war, das hat schon eine kleine Enttäuschung in mir ausgelöst, dass es jetzt zu Ende war. Ich hatte auch während des Films in der Pressevorführung zu dir gesagt, wie lange geht denn der noch? Und da hast du gesagt, ja, noch nicht mehr so lange, so eine halbe Stunde. Ich so, wie bitte nur noch eine halbe Stunde? Wie kann das sein? Wie wollen die das denn alles so, ne? Und jetzt sitzt man hier und wartet irgendwie auf die Fortsetzung und weiß noch nicht mal, ob eine kommt oder so. Hab richtig Schiss, ja, und möchte den Leuten sagen, bitte macht es möglich, geht ins Kino. Also das kann man dem Film natürlich jetzt rein inhaltlich nicht vorwerfen, weil die Geschichte kannst du wahrscheinlich auch unmöglich in einem Film erzählen. Aber ich würde mich besser fühlen, wenn ich wüsste, okay, nächstes Jahr kommt Teil 2 und es wäre irgendwie so, ja. Ja, das mit der Exposition, das stimmt schon. Aber ich finde irgendwie, also mir hat es geholfen, weil ich habe das Buch nicht gelesen. Ich habe den Lynch-Film als Kind mal geguckt, dann noch mal irgendwann, vor gar nicht allzu langer Zeit, noch mal rausgeholt und bin gar nicht mit warm geworden. Und ich finde, Denis Villeneuve hat das richtig gut gemacht. Also ich habe das Gefühl gehabt, ich verstehe es. Ich verstehe den Konflikt, ich verstehe die Motivation der Charaktere. Jetzt vielleicht nicht, kann mir jetzt nicht jeden Namen und jede, das ist schon sehr viel auch Mythos und religiöses Gelaber und so. Da muss man halt auch Bock drauf haben. Aber ich finde, das gibt dem Universum halt auch eine gewisse Gravitas. Und das hat mir dann schon irgendwie auch gefallen. Aber ich hatte das Gefühl, ich kann der Story folgen. Und das ist jetzt hier nicht so ein Arzi-Fazi-Ding, wo ein Regisseur versucht, eine Selbstverwirklichung, sondern es ist schon auch ein unterhaltsamer Science-Fiction-Film. Aber ich habe gestern Wolfgang M. Schmidt getroffen hier in Hamburg. Wir waren auf so einer Panel-Diskussion, da haben wir auch noch über Dune geredet. Und er hat zum Beispiel in seiner Filmanalyse auch gesagt, und das finde ich sehr treffend, das ist halt wieder so eine Art Blockbuster, die zeigt, es muss nicht strunzdumm sein. Mhm. Und das ist ja das, wofür ich auch immer hier angeschnauzt werde, wenn ich über Marvel oder Star Wars schimpfe. Aber ich guck diesen Film und denk einfach nur, was wäre möglich, wenn man mit so einer Ernsthaftigkeit mal an Marvel-Filme, an DC-Filme, an Star Wars-Filme geht. Ich bin halt erwachsen. Was soll ich machen? Ich bin halt nicht mehr 6 und brauche irgendwelche Gummibären-Action. Ich will einfach sowas, ja. Und ja, für mich ist das wirklich ein absoluter Erlebnis. Wirklich ein Film, den man im Kino sehen muss. Ich finde schon, klar, er erklärt viel, aber man merkt auch, dass er dem Zuschauer schon einige Zusammenhänge zutraut. Also sowas wie, die haben ja diese Schilde und gleichzeitig haben sie auch Knarren, also Laserschusspistolen so. Und du fragst die ganze Zeit, warum schießen die eigentlich nie? Kannst aber dir natürlich zusammenreimen, ist ja logisch, wenn die diese Schilder haben, macht's keinen Sinn, deswegen müssen sie auf Nahkampf gehen. Das wird nie direkt erwähnt, aber man kann sich sowas halt irgendwie zusammenreimen. Und auch diese ganzen, wie du sagst, Begrifflichkeiten und so, ich glaube, oder wie auch David schon meinte,
das würde vielleicht gar keine andere Lösung geben. Denn was David Lynch damals gemacht hat, war halt, oder die Produzenten damals wollten, war halt, dass sie innere Monologe auch noch hatten. Wenn ihr euch erinnert, wo nochmal alles erklärt wurde, dreimal wie in so einer Telenovela. Und da finde ich es hier doch besser gelöst, weil es eben einfach so viele Begrifflichkeiten gibt und weil man allein schon für den Auserwählten drei unterschiedliche Begrifflichkeiten hat und so, ne? Und das musst du ja alles erstmal irgendwie in Zusammenhang bringen. Und von daher freut es mich zu hören, dass jetzt, wenn du das Buch nicht kennst, das für dich alles irgendwie Sinn ergeben hat und du wusstest, wie wer mit wem und wie die Häuser aufgestellt sind und so weiter und so fort. Ich habe auch das Spiel gespielt, ne, damals, also daher kann ich auch schon ein bisschen was. Dune 2, Dune 2, oder was? Ja, geil. War mein allererstes Computerspiel damals. Geil. Ich habe vorher nie ein anderes gespielt und habe da auch gesessen, als jetzt der Ornithopper im Film abhebt, dachte ich so, genau so war das damals, so sah das auch bei Westwood aus. Es war genau dieselbe Grafik. Und übrigens, das, die Szene, die David erzählt hat mit dem Carry-All und dem ersten Wurm und so, da sieht man halt aber auch wieder diese Denis Villeneuve-Handschrift, ne? Weil du könntest, wenn du jetzt mal zum Beispiel an Sicario denkst, die Szene, wo sie zum ersten, Sicario 1, wo sie zum ersten Mal nach Mexiko reinfahren mit den Humvees, ja. Das ist so geil. Rein handwerklich fast identisch. Du hast auch diese Funkübertragung, es wird Spannung aufgebaut, du hast diese Hans-Zimmer-Musik. Es ist im Prinzip. So, das ja, aber, und das hat er, ich glaube, in Arrival ist es auch drinne, in. Warte, was war's noch? Was hat er noch gemacht hier? Ja, genau, in Blade Runner am Anfang hast du es auch. Hast du das? Hast du das und das macht er einfach so gut. Du sitzt wirklich da, du kriegst Gänsehaut und er lässt dich erstmal wirklich, du bist Teil, also du fühlst dich wirklich, als ob du selbst in dieser Situation bist. Ja? Das ist einfach wirklich meisterhaft in Szene gesetzt. Und ich habe öfter mal in diesem Film, habe ich so überlegt, ey, wie gut musst du als Regisseur sein, also wenn du einen Regisseur so siehst wie ein Dirigent, der ein Orchester dirigiert, ja, da führt ja alles zusammen. Schauspieler, Casting, Effekte, Bühnenbild, Inszenierung und so weiter. Und wir haben ja alle auch schon mal irgendwie an einem Set gearbeitet und wir wissen, wie schwer es ist, sag ich mal, eine Vision umzusetzen. Ja, ich meine jetzt nicht, dass wir Hollywood-Leute sind oder so, ne? Aber sei es nur ein läppscher Sketch für irgendwas, für eine Gaming-Sendung oder so, ne? Da wissen wir ja schon, wie schwer es ist, den so zu inszenieren, dass am Ende was Cooles bei rumkommt. Das meine ich. Und wenn du dann so ein Epos siehst, dann muss ich wirklich sagen, und sich auch den Track Record von Denis Villeneuve anguckt, ja, dann muss ich wirklich sagen, also wahrscheinlich einer der Top 5 Regisseure überhaupt. Safe. Muss ich wirklich sagen, es ist einfach meisterhaft, war das Wort, was ich gesucht habe, meisterhaft inszeniert. Und das ist so geil, dass er die Chance kriegt, weil er ja seit 14 diesen Film machen wollte. Ich habe mir 1000 Interviews reingezogen. Der hat mit 14, 15 mit einem Kumpel zusammen Storyboards schon gezeichnet damals. Hat er ja auch dir im Interview so ein bisschen erzählt. Und das ist einfach nur geil, dass er die Möglichkeit bekommt, den zu machen und dann eben hoffentlich auch den zweiten. Ich würde was ich bemerken. Entschuldigung, David, ja? Was ich bemerkenswert finde, ist, dass die Inszenierung, da hast du recht, aber das weiß man, dass er das kann. Was ich vorher nicht wusste, ist, wie kriegt er die Balance hin? Also da haben wir jetzt ja schon drüber gesprochen, die Geschichte, das auszutarieren. Was ich aber fast bemerkenswerter finde, ist, dass dieser Film pumpt nach vorne mit Infos, aber auch ab der Hälfte, also ab dieser Wurmsequenz passiert ja Moment an Moment an Moment Action, Verrat, krass, hier wieder irgendwie so eine Entwicklung, wo du denkst, boah, ich komme kaum hinterher, aber es ist irgendwie trotzdem, immer wieder findet er den Weg zurück zu den Charakteren, zu den Figuren, hat immer wieder auch, er kann sich ja auch wirklich verlassen auf so Leute wie Timothy Chalamet, dem filmt da auf die Augen und da passiert so viel drin, dass ich denke so, okay, jetzt komme ich gerade auch wieder besser zu den Figuren. Und diese Balance so fein auszutarieren, das ist phänomenal. Also das muss man bei so einem gewaltigen Buch, das auch so runterzubrennen, sich dann aber auch in den richtigen Momenten die Zeit zu nehmen. Ich finde so einfache Shots, wie zum Beispiel eben auf die Düsen von der Technik. Ne? Also er nimmt sich viel Zeit, den Planeten zu zeigen, die Technik zu zeigen, die Natur. Es gibt diesen einen wirklich großartigen Shot auf die Wüstenmaus, die für mich der MVP des Films ist. Ja. Wo diese Wüstenmaus sich, ist jetzt kein Spoiler, würde ich mal sagen, streicht sich so Wasser von den Ohren, das ist der Tau, der sich an ihren Ohren sammelt, streicht sich das so in den Mund hinein. Und mit so diesem einfachen Shot ist dann noch ein Statement auf die Natur und auf den Kreislauf des Planeten getan. Und für solche Momente nimmt er sich dann Zeit.
Und bis zum Schluss gibt es da wenig. Also ich finde, im letzten Drittel gibt es einen kleinen Schwenker nach unten, aber es gibt wenig Momente, wo ich dachte, das ist nicht perfekt ausbalanciert. Und das muss man erstmal hinbekommen. Ich würde auch vorher schon ansetzen, was ihr beide schon beschrieben habt. Ich fand das schon einen beeindruckenden Moment, wenn sie auf Arrakis landen. Dann kommt diese Dudelsackbucke. So. Und dann gibt es diesen Shot, wo sie, den du eben gerade beschrieben hast, aus dem Videospiel, wo sie mit den Choppern abheben. Und das war für mich mal ein Apocalypse Now-Moment, wenn sie dann halt über die Stadt fliegen. Und das ist mir jetzt gestern bei der IMAX-Fassung noch mal wirklich am deutlichsten aufgefallen, wie überlegt Villeneuve in dem Moment diese ganze Stadt einmal mit einer Aktion einfängt, dass du ein Ausmaß bekommst, wie groß diese Schiffe sind, mit denen sie angekommen sind, wie groß die Truppenstärke ist. Und dann heben sie ab und sie fliegen mit dem Hubschrauber einmal über die Stadt. Ich krieg schon wieder Gänsehaut. Sie fliegen mit diesem Hubschrauber einmal über diese Stadt drüber und du siehst halt die Kamera geht so mit. Und dann ist die Kamera plötzlich auf der anderen Seite dieser Pyramide, vor der die Hubschrauber landen. Und du siehst erstmal, wie klein die Hubschrauber im Vergleich zu dieser Pyramide sind. Und die Kamera schwenkt rum und du hast nochmal einmal die gesamte Palette. Also du hast diesen gesamten Weg von der Landungsfläche, auf der diese Raumschiffe landen, bis hin zu dem Palast, wo sie eigentlich hin müssen, hast du so mitgenommen. Und du weißt komplett, okay, hier, das ist dein Schauplatz. Und dann kriegst du es trotzdem nochmal irgendwie in Einzelheiten, aber halt per Unterhaltung erklärt. Und das fand ich wirklich. Erinnert sich noch an Blade Runner, wo er über L.A. fliegt und du denkst, du checkst erstmal gar nicht, was das genau ist. Und dann so fast schon nebenbei siehst du, ach du Scheiße, da geht's runter. Mhm. Ja. Und das ist quasi, das sind so Häuserschluchten quasi. Ja. Da habe ich Gänsehaut gekriegt. Ja. Und dann das war Score und so. Ja, das war so genial in Szene gesetzt irgendwie und auf so eine fast beiläufige Art. Aber du kriegst es halt auch dann, du siehst es quasi auch durch die Augen, dann in dem Fall von Ryan Gosling. Und das ist einfach. Und bei Sicario halt auch, ja, wenn sie durch Mexiko an die Grenze fahren und so, du hast sofort auch eine Orientierung, du wie so ein Schachbrett, wo du weißt, okay, da sind die, da ist die Mission und so weiter. Und das finde ich, ja, man könnte es visuelle Exposition nennen oder so, also es ist einfach wirklich super. Und das ergibt ja auch noch Sinn, also diese Größenverhältnisse, das macht es ja so wahnsinnig einfach zu sehen, wie klein diese Menschen auf diesem Planeten sind und so. Innerhalb der Geschichte macht es eigentlich sogar Sinn, weil diese Pläne von der Bene Gesserit sind ja über zehntausende Jahre oder tausende Jahre. Das heißt, das, was wir sehen, diese kurze Zeit dort, die ist eigentlich nur so Mückenschiss. So ein Mückenschiss in dieser ganzen Timeline von Dune. Und deswegen ist es so krass. Und trotzdem, wie David auch sagt, schafft es halt zum einen so episch, diese großen Bilder zu zeigen und aber immer wieder zurückzukehren zu den Figuren und auch die Familie vor allem, die Familie Atreides so in den Vordergrund zu heben und vor allem dieses Verhältnis zwischen Mutter und Sohn. Was ja total relevant ist. Und später in Nebensätzen auch noch zu erwähnen, wer mit wem noch verwandt ist. Ja. Wo man sich so denkt, ach ja, klar, stimmt, das gab's ja auch noch. Jetzt mal, also du kanntest das Buch vorher nicht, ne? Du kennst nur den David Lynch-Film. David, du kennst die Geschichte von Jodorowskis Dune natürlich und alles, genau, was sich damit zusammenhängt. Du hast die Bücher gelesen. Ne? Nur das erste. Ein Aspekt, der mir jetzt tatsächlich, ich kannte halt Jodorowskis Dune, ich kenne ein bisschen noch die weiteren Hintergrundgeschichten, weil das Geile ist ja, ursprünglich wollte De Laurentiis das ja schon mal nach Planet der Affen in Angriff nehmen. Ja, mit David Lean. Das war Arthur P. Johnson. Das war nicht, Dino De Laurentiis hat es erst von Arthur P. Johnson abgekauft. Aber der wollte es mit David Lean und William J. Scheffner oder wie die es machen, genau. Und dann kam De Laurentiis und der wollte es erstmal mit Ridley Scott machen. Und Ridley Scott hat gesagt, nee, ich mach das nicht, wenn ich es nicht in zwei Teilen erzählen darf. Ja, und weil sein Bruder ist gestorben. Exakt. Tony, oder was? Das war das dann, oder was? Ja. Sein Bruder Frank ist gestorben und dann hatte er dann sich entschieden, sich zurückzuziehen, weil auch die Produktionsphase wohl zu lange dauerte und dann hat er gesagt, okay, nee, dann mache ich lieber Blade Runner. Das war die Geschichte dann. Und dann hat sich Dino De Laurentiis dann halt jemand anders gesucht, ewig niemanden gefunden und irgendwann den armen David Lynch vom Elefantenmensch-Set heruntergecastet. Der ursprünglich Empire machen sollte. Ja. David Lynch, was meint ihr? Nee, Return of the Jedi. Nee, Empire was? Jedi meine ich. Nee, Eichel? Jedi war's. Echt? Okay, sorry. Ja. Aber ich meine auch, dass Ridley Scott damals gesagt hat, er will das auf jeden Fall in zwei Filmen erzählen und nicht nur in einem. Und das war, glaube ich, also kann das sein, ja. Und Laurentiis war das immer ein Dorn im Auge. Ja, und, komisch. Aber. Aber in all diesen Versionen und all diesen Geschichten, die man jetzt irgendwie so mitbekommen hat, fand ich, macht Villeneuve jetzt etwas anders, was bisher noch nicht so zum Tragen kam. Das war zum einen dieser Messias-Aspekt,
Ja, also den finde ich, der wird in Villeneuve am stärksten rausgearbeitet. Aber auch, ja, ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll, aber die Fremen haben für mich deutlich mehr so einen nahöstlichen Touch und Flair, als sie jemals bei Lynch oder auch in irgendwelchen anderen Erzählungen hatten. Ich weiß, ist es euch auch aufgefallen oder ist es etwas, was für euch gar nicht mehr so? Ich glaube, das ist auch bewusst. Also, naja, wobei diese Musik, die dann genutzt wird und das, was auch in ihren Kostümen sich widerspiegelt, ist ja so eher halt irgendwie afrikanisch, würde ich schon sagen. Da kommt, glaube ich, vieles zusammen. Aber ich finde es generell so spannend. Dieses, man muss sich ja mal reinziehen. Ich glaube, wenn man den Film zum ersten Mal sieht, wird man sich denken, okay, diese Geschichte ist eigentlich nicht so originell. Ja, gut, die ist halt uralt. Genau, aber man muss halt bedenken, das war halt von 1965 vor allen anderen. Viele haben sich davon inspirieren lassen, dieses ganze Imperialismus-Zeug und also Star Wars hat sich locker davon inspirieren lassen und was weiß ich alles, so bei Blade Runner wäre ja auch sonst nie entstanden, durch die andere Geschichte. Aber da sind so viele Themen, die heute aktueller sind denn je. Also es ist so, das hat mich nochmal echt umgehauen zu wissen, wie alt dieser Roman ist, aber dass da Themen vorkommen wie Kolonialismus und Nachhaltigkeit und so natürlich auch, wie dieser Planet dort verwendet wird, was mit dem Spice gemacht wird, was man eigentlich so Kapitalismus adaptieren kann auf Öl, was bei auf der Erde abgeht. Und halt auch irgendwie die Rollenbilder, dass du irgendwie im Hintergrund so eine Frauengruppe hast, die da vieles auch irgendwie leitet im Dunkeln, ohne zu viel zu verraten. Das fand ich echt bemerkenswert. Meinst du eine Analogie auf die Taliban oder was? Genau das wollte ich damit sagen. Ich hatte mehrfach jetzt gelesen, ist natürlich, ne, also wieder was man so im Internet findet, aber auch unter meinen Kommentaren gab es so Leute, die dann von Woke-Shit geschrieben hätten, weil es wieder Gender-Swapping gäbe und so. Und dadurch, dass ich den Lynch-Film nicht mehr so in guter Erinnerung hatte, den habe ich jetzt nach dem Villeneuve-Film nochmal anguckt, ist mir das gar nicht aufgefallen, aber in Lynch-Versionen sind auch so wahnsinnig viele Figuren drin, wo ich die gar nicht mehr zuordnen konnte. Und dann jetzt auch dachte, das ist so egal, wer diese Figuren spielt, weil die Aussagekraft dahinter oder das, was sie für die Story haben, ja, bleibt dieselbe. Deswegen dachte ich mal, habt ihr als jemand, also oder du, Sandro, wenn du die Bücher gelesen hast, ist das was dir aufgefallen ist? Weil mir gar nicht. Das haben erst Leute dann hinterher mir geschrieben. Dass das so bewusst jetzt irgendwie in irgendeine Richtung gebracht wurde? Nee, also klar, er hat sich jetzt dazu entschieden, Liat Kynes zum Beispiel, diese Ökologin, das ist ein Buch eigentlich ein Mann. Das ist der Vater von Chani, also von Zendaya. Und in diesem Film ist es halt die Mutter von Zendaya. Da hat sie quasi, haben sie einfach die Rollen getauscht. Das finde ich aber nicht schlimm, weil das irgendwie, das stört ja nicht. Weißt, es ist nicht so mit der Brechstange wie jetzt bei anderen Filmen irgendwie, wo man das eindeutig merkt. Was waren das zuletzt? Es gibt eine Szene, die ist mir also nur so nebenbei aufgefallen. Am Ende, wenn Paul, sieht man auch im Trailer den Shot, Paul und seine Mutter rennen so weg vor einem Wurm und in der Lynch-Version stolpert die Mutter und er als der Mann muss der Frau aufhelfen und hier ist es andersrum. Hier stolpert er und sie muss ihm helfen. Das fand ich drollig, war so eine kleine Szene. Aber es ist feinfühlig, ne? Es ist nicht, ich habe gerade zu Eddie gemeint, He-Man ist so irgendwie ein bisschen mit der Brechstange, also hier Masters of the Universe Revelation. Ja. Da lief es irgendwie in die falsche Richtung. So kann man denken, was man will drüber, aber das ist so obvious. Und ich finde, hier sind es so feinfühlige Sachen. Und ich meine, Villeneuve hat schon immer irgendwie tolle Frauenbilder gezeichnet, so in Eisen, also Encendies, die Frau, die singt und so, ne, da brauchen wir ja nicht drüber reden. Das ist halt einfach wahnsinnig stark, deswegen wirkt das hier nicht falsch am Platz und deswegen wirkt das hier einfach nur adaptiert auf die heutige Zeit. Und für mich ist der Film einfach perfekt gecastet. Also, ich bin in meinem Leben noch nie gestolpert, ich weiß nicht, was der Film. Nee, also ich muss ganz ehrlich sagen, also ich kriege ja normalerweise wirklich Haarausfall, wenn ich merke, dass einfach Wokeness implementiert wird, einfach nur um der Wokeness-Willen. Der Wokeness-Willen, ja, ja, was ja leider häufig genug mittlerweile passiert, aber bei dem Film ist mir das überhaupt nicht aufgefallen und auch überhaupt nicht in irgendeiner Weise störend. Ich finde aber auch, dass, also das Timing, der Film ist ja verschoben worden, muss man ja sagen. Der sollte ja letztes Jahr rauskommen, meine ich, oder wann? Letztes Jahr, ja. Ja. Und jetzt im Hintergrund von dem, was gerade da in Afghanistan passiert ist oder so, muss man sagen, also das ist ja fast schon visionär, dass sozusagen eine Besatzungsmacht geht und dann eine andere kommt und dann aber erstmal dort die Machtfrage neu geklärt wird auf diesem Planeten und dass da aber auch natürlich größere Interessen eine Rolle spielen und das Ganze auch
gesteuert ist, von wem auch immer, in dem Fall, das kriegt man das zum Beispiel, was man vielleicht noch ein bisschen kritisieren könnte an dem Film. Es wird immer vom Imperator gesprochen und so, und man weiß aber nicht so wirklich, wer ist das? Was ist das nicht geil? Das haben wir bei Star Wars auch gehabt. Dass ja, wir noch nicht wissen, also, wer da, der Imperator naja, guck mal, ist, genau. Das klar, aber es gibt halt dann noch zwei weitere Star Wars-Teile, wo man es dann erfährt. Ja, aber das ja, ist ja hier auch der Plan. Ja, aber mussten wir 1977 nicht. Das stimmt, ja. vielleicht wäre das aber auch ein Kritikpunkt gewesen, 1977, wenn ich Star Wars gesehen hätte. Aber ich geben würde, ist. Ne, ganz kurz so, wenn stellt euch mal vor, es kommt nicht zu Dune 2. Ja, was machen wir denn? Weißt du, dann, was machen wir denn dann? Dann sind wir gearscht. Dann haben wir echt einen Film, der unfertig ist. Nach dieser Sendung kommt der zweite Teil, weil jetzt gehen ja dann alle ins Kino. That's the spirit. Nee, was ich sagen würde, ist, das ist mir auch aufgefallen, ich liebe Stellan Skarsgård als Baron Harkonnen und ich hätte sehr gerne mehr gesehen. Und ich finde halt so, gerade Dave Bautista, der läuft halt zweimal durchs Bild, macht ne, ich bin Gorilla. Stellan Skarsgård darf kurz krass sein, aber die Bösewichte bekommen nicht viel Fleisch. Das stimmt, da hatte die Lynch-Version tatsächlich noch mehr Zeit auf die Bösewichte und deren Plotlines verwendet. Das ist wahrscheinlich auch erst dann Sachen, die dann im zweiten Teil passieren. Von daher gebe ich dir recht. Ich dachte auch so, aber der Imperator, freue ich mich darauf, wenn man ihn in deiner Zukunft mal sieht. Aber sie hätten in dem Film jetzt ruhig ein bisschen mehr Zeit auf die Harkonnen noch verweisen können. Und da war es dann auch so ein bisschen, das war mir sehr, war zu sehr Klischee auch, dass die halt auf einem Planeten leben, der halt sieht halt nach Dauerdepression aus, alles dunkel, die Leute sprechen. Ich auch dachte so, hui, da kriegst du natürlich echt schlechte Laune. Kein Wunder, dass sie alle so durch die Gegend stampfen. Aber ja, trotzdem, es hat, also auf rein visueller Ebene funktioniert es dann halt einfach trotzdem. Und ich bin gespannt, was jetzt weiter da macht. Ich würde eine Sache nur kurz sagen, um auf Davids Frage auch nochmal zu antworten, was vom Buch ausgeht. Das Einzige vom Casting her oder von den Figuren her, was ich mir mehr gewünscht hätte, ist, dass der Baron Harkonnen doch noch mal ein bisschen ekliger ist. Weil jetzt ist er, in dem Film ist er jetzt eigentlich nur fett. Die einzige wirklich eklige Szene ist in dieser Badewanne da. Und sonst finde ich den eigentlich nicht so eklig, wie er erstens im Buch beschrieben wird und sogar in der David-Lynch-Version aussieht, mit diesen fetten Pickeln und diesen ganzen Scheiß. Da finde ich, sieht er hier schon eher humaner aus. Abgesehen davon, dass er die ganze Zeit frisst, wie ein Schwein. Gut, ich finde, der Film ist generell nicht so eklig oder hart. Also, wenn man aber sieht, wie Dave Bautista da hinten langläuft. Und ja, das siehst du ja nicht. Ansatzweise schon. Kopfkino ist hier größer geschrieben als eben das Blutkino, sage ich jetzt mal. Das hat mich schon, also so ein bisschen Ekel habe ich dann schon vermisst. Mhm. Das stimmt. Der kommt relativ clean rüber. Ja, also, und das ist vielleicht auch so ein Problem, was ich halt öfter mal gelesen habe oder was ich jetzt schon ein paar Mal gelesen habe, dass der Film einigen dann doch zu clean und irgendwie zu steril oder auch, ja, wie soll man sagen, zu monoton wirkt. Das ist so eine Sache, wo ich gestern halt auch gedacht habe, ey, für 3D ist der Film eigentlich nix. Nee, also IMAX hat mir schon was gegeben, weil du noch mal diese Größenverhältnisse siehst, ne, wie klein auch Raumschiffe plötzlich wirken, wenn man den ersten Shot von Arrakis hat. Aber 3D, da ist nicht ein Shot drin, der sich irgendwie. Ihr habt den in 3D gesehen? Nee, ja, das war. Anfangs war es anscheinend nur in IMAX 3D. Ich weiß gar nicht, dass es 3D noch gibt. Schön für Aufpreis und so. Es gibt sie, also ich habe nach der Pressevorführung mit jemandem gesprochen, auch der sagte so, oh nee, die David Lynch Version, die war, ne, da waren es ne, beim Imperator war alles bunt und die Kostüme waren ein bisschen aufwendiger und was ich auch sagen muss, dieser Brutalismus, den man auf diesem Planeten wiederfindet, also auch selbst die Kammern des Königspaares sehen halt aus, als hätte jemand drei Betonwände nebeneinander gestellt und das ist alles sehr viel Grau in Grau in Grau. Das finde ich auch, aber es macht von dem, ne, es ist dadurch, dass das alles so eine rote Linie hat, was das Design angeht, finde ich, passt es dann wieder. Aber ich kann verstehen, wenn Leute rauskommen und sagen, oh, ich hatte mir eher was Fantasievolleres vorgestellt. Aber es mit Jonah, Villeneuve hat eine klare Vision, was das alles angeht. Und ich finde, der folgt er. Und das finde ich dann wieder so konsequent, dass ich da nicht kritisieren kann. Das muss ich nämlich auch sagen, aus der ja dann doch etwas Mad Max Fury Road-artigen Perspektive heraus, schafft es er ja auch mit dieser Welt, also schafft er es ja, diese Welt schön zu erzählen, weil die Sandstürme strahlen da ja, sag ich mal, so hart gegen irgendwelche Sachen, dass Metall irgendwie durchfressen wird und so. Und dass dann die Häuser jetzt nicht irgendwie einen schönen Vorgarten mit Gartenzwerg oder sonst irgendwas beinhalten. Ja, aber ich habe gehört, Joss Whedon macht den zweiten Teil. Das wird super. Yes. Oder JJ.
Ja. So, wir gehen einmal kurz in die Werbung und melden uns gleich vielleicht noch mal mit so einem kleinen Spoiler-Talk und noch mit einem Ausschnitt aus unserem Interview mit Danny Villeneuve zurück. Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserer aktuellen Folge Kino Plus mit Sandro. David nun auch noch dabei, Etienne und mir. Und ja, wir sind noch mitten in unserem Dune-Talk. Und wir werden jetzt gleich noch mal ein bisschen spoilern, beziehungsweise noch ein bisschen genauer ins Detail gehen. Vorher habe ich noch eine Frage an euch. Wie glaubt ihr denn, hätte der Film gewirkt mit Roger Deakins als Kameramann? Weil ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wäre das denn wirklich alles so viel farbiger und hätte denn auch die Sorge gehabt, dass es eben Mad Max Fury Road ist? Oder seid ihr zufrieden, dass das jetzt dieser Greg Fraser gemacht hat, der vorher Rogue One und Zero Dark Thirty gemacht hat? Deakins macht doch Bilder, die sehr, also sehr viel mit Schatten und Licht spielen. Also es ist, also Deakins macht ja keine Bilder, die farbiger sind, sondern eigentlich eher düsterer. Bei Blade Runner war es jetzt eine Ausnahme, aber wenn man sich so gerade Sicario anguckt oder aber auch Blade Runner macht er das ja auch. Ich glaube, die Bilder hätten dann möglicherweise ein bisschen dunkler ausgesehen, aber eigentlich passen sich die meisten Regisseure ja daran an und Deakins ist da hervorragend drin, wenn man sich zum Beispiel was Oh Brother, Where Art Thou anguckt. Mhm. Das ist ja auch ein Film, der total bei Helligkeit und so spielt. Und ich habe eigentlich gar nicht das Gefühl, es gibt zwar so einen klaren Stil von Deakins, aber der ist sehr gut darin, die Wünsche des Regisseurs zu lesen. Deswegen, ich glaube nicht, dass der anders ausgesehen hätte, der Film. Also anhand der ersten Bilder von Blade Runner 2049, wo er da über diese Felder fliegt, wo auch noch alles ziemlich staubig und neblig ist und dann halt, wenn es in die Stadt übergeht, was Eddie ja noch vorhin beschrieben hatte, weiß ich nicht, der würde vielleicht, glaube ich, in Feinheiten würde der vielleicht ein bisschen filigraner oder genauer aussehen. Aber Villeneuve hat er auch im Interview gesagt, hat ja irgendwie Bock drauf gehabt, dass das ganze Ding halt aussieht, als wäre es einmal mit einem Sandstrahler irgendwie abgespritzt. Und so sieht's halt aus. Also ich wusste das gar nicht, dass das nicht Deakins ist, aber ich habe gerade mal geguckt, hier Greg Fraser macht zum Beispiel auch den nächsten Batman. Stimmt, der macht Reeves, Batman. Oder was? Mhm. Ach, geil. Also Weiß hat er gemacht, Lion, Foxcatcher. Oh, Lion hat er auch schön. Das ist der Let Me In, die amerikanische Version von Let the White One In. Also. Ich meine, Rogue One. Guter Mann. Rogue One sah auch echt geil aus, was das angeht, so, ne? Ja. Kameratechnisch. Ja. Nö, also ich glaube auch mit Deakins hätte er geil ausgesehen, vielleicht einfach ein bisschen anders. Ja, wahrscheinlich, also ist halt wirklich Villeneuves Vision einfach, ne? Wenn der sagt, okay, der will das alles ein bisschen. Ich meine, es ist halt auch ein bisschen müßig, ne? Man könnte jetzt genauso fragen, wie hätte dieser Film ausgesehen? Hätte Christopher Nolan ihn inszeniert, ne? Zum Beispiel. Wir reden ja übrigens, das ist ja auch so witzig, dass Hans Zimmer dem abgesagt hat für den Film, ne? Ja, es ist halt die Frage, also den Score, ne? Noch müssen wir vielleicht auch noch mal kurz hervorheben, oder Score, wie immer man es auch nennen, der Klangteppich, den Hans Zimmer hier erschaffen hat. Gestern im IMAX, das war definitiv die lauteste Vorstellung, die ich wahrgenommen habe. Bombe. Also, wenn diese Drums, die er dann ab und zu mal spielt, zum Beispiel auf dem Hakon-Planeten oder so, das war einfach, ja. War auch wie er es einsetzt, ne? Also in Kampfszenen oder so hast du dann gar keine Musik, während wenn zum Beispiel die Bene Gesserit mit ihrem Raumschiff losfliegen, übelst der Ton aufgefahren wird und ein Bombast da auf der Leinwand ist. Dieser Einsatz ist auch anders als das, was man sonst so gewohnt ist von Blockbuster-Kino. Ja. So, also ich glaube, wir sind hier der einhelligen Meinung, es ist ein Film, den man im Kino erleben sollte und bitten fast schon drum, ihn im Kino zu erleben, denn wir würden gerne Teil 2 sehen wollen. Und wenn man nach 150 Minuten da sitzt und enttäuscht ist darüber, dass der Film zu Ende ist, dann kann er nicht so viel falsch gemacht haben. Oder? Ja, absolut. Also ich glaube halt, dass Leute, die, das hat ja auch David gerade schon gesagt, die jetzt so mit zum Beispiel sowas wie Blade Runner 2049 überhaupt nichts anfangen konnten. Ich glaube, die wird es geben und die werden auch in Dune vielleicht nicht das finden, was sie sich erhofft haben. Weil das muss man halt auch einfach fairerweise sagen, es ist jetzt nicht das klassische Popcorn-Kino, also wer Fast and the Furious und Star Wars 9 abgefeiert hat oder so, der wird dann hier vielleicht einfach auch ein bisschen gelangweilt sein. Ich kann nur von mir aus sagen, es ist eigentlich genau das, was ich mag. Ich habe auch Blade Runner 2049 geliebt und ich bin nicht der mega Blade Runner-Fan, also so kann das natürlich einordnen, die Wichtigkeit und mag den auch, aber Blade Runner 2049 hat mich damals komplett vom Hocker gerissen und ich mag einfach wirklich alle Denis Villeneuve-Filme und für mich ist das ein Match in Heaven und ich hoffe wirklich, es kommt ein zweiter Teil raus und ich hoffe, es gefällt den Leuten, weil ich wünsche mir mehr Blockbuster für Erwachsene, mehr Blockbuster, die auch mal trauen,
ruhiger zu erzählen, die nicht einfach nur von Setpiece zu Setpiece gehen, wo die Heldengeschichte 21.000 Mal erzählt wurde und du eigentlich dich nur durchlangweilst und hoffst, dass vielleicht irgendeine Actionsequenz dich ein bisschen frohlockt, aber ansonsten ist es so fire and forget. Ich muss immer noch über den Film nachdenken. Ich habe ihn jetzt erst einmal gesehen und freue mich schon drauf, ihn ein zweites Mal zu sehen, weil ich auch so überwältigt war beim ersten Mal und dann, glaube ich, beim zweiten Mal das auch noch ein bisschen mehr genießen kann. Und ja, ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Ich bin da ganz bei dir. Ich hatte jetzt im Sommer, gerade jetzt, wo die Kinos wieder aufgemacht wurden und so viel nachgereicht wurde und dann Space Jam auf Fast and the Furious und Snake Eyes irgendwie gefolgt sind. Und ich dachte dann wirklich, bin ich in der Pandemie, ist mir da wirklich der Filmgeschmack abhanden gekommen? Bin ich noch mal älter geworden und geht das einfach nicht mehr? Oder haben sich die Sehgewohnheiten so geändert, dass einfach das moderne Blockbuster-Kino nicht mehr mein Blockbuster-Kino ist? Und dann kommt so ein Film ins Kino und du merkst, nee, das bist nicht du, sondern das sind schon immer noch die Filme und die Filmemacher. Und es gibt auch noch so ein Blockbuster-Kino. Ich meine, vor ein paar Wochen so Free Guy zum Beispiel, ist dann der sehr viel leichtfüßigere Ansatz. Das ist auch ein guter Blockbuster gewesen. Also es gibt immer noch verschiedene Ansätze, um dann trotzdem einen guten Film daraus zu machen. Aber die meisten sind halt einfach, wie du sagst, wirklich blöde. Und hier mutet ein Regisseur seinem Publikum wieder auch mal was zu. Ja, und man hatte immer so das Gefühl, dass das nur noch Nolan macht. Wobei ich da finde, das für mich jetzt gar nicht so sehr also da ist Denis Villeneuves Filme sind da sehr viel tiefsinniger und tiefgründiger. Aber ich finde auch, ich sehe das genau wie du. Ich bin froh, dass dieses Blockbuster-Kino auch noch existieren darf. Ich wünsche mir ganz doll, dass das funktioniert an der Kasse. Ja. Sein Vorteil ist ja, dass jetzt 4 Wochen erstmal der nicht auf HBO Max ist, weil in Amerika startet der erst in einem Monat. Das heißt erstmal. Also es wäre schon geil, wenn er weltweit jetzt erstmal richtig gut einspielen könnte, sodass Amerika vielleicht einfach nochmal so, ja, weiß nicht, das Sahnehäubchen obendrauf wäre. Das wäre halt schon schön. Aber es ist halt krass, wenn der auf HBO Max in 4 Wochen kommt. Dann ist der ja downloadable. Ja, aber deswegen zum Glück erst in 4 Wochen, weißt du? Sonst wäre er ja sofort. Das ist ja furchtbar. Wenn es ein weltweiter Kinostart wäre, dann wäre der heute online. Aber den auf der kleinen Leinwand, also auf dem kleinen Fernseher zu sehen, das ist doch nicht belohnend. Ja. Also der Sound, die Bilder. Du weißt ja, wie es ist, David. Die Leute machen es ja trotzdem, weil die dann zu faul sind, ins Kino zu rennen, zu faul sind oder auch nicht 20 Euro ausgeben wollen für die IMAX-Erfahrung. Aber es gibt auch Leute, die halt immer noch. Es gibt aber auch Leute immer noch, die Angst haben, irgendwie ins Kino zu gehen oder was ist, die sich halt irgendwie aufgrund der Pandemie immer noch nicht so richtig trauen. Also da kann man es halt schon verstehen, ne? Also beziehungsweise kann man die jetzt halt auch nicht unbedingt so verdammen oder in dieselbe Ecke stellen. Ich hoffe, den wird keiner im Flugzeug sehen, das erste Mal auf diesem kleinen Screen. Wenn da überhaupt irgendwie eine auf dem Handy. Oh nein, jetzt ist David uns abhanden gekommen. Das wäre jetzt ein Rough Cut. Nein. Ist er noch da? David, bist du noch da? Hörst du uns noch? Hörst du denn nicht? Ja, wir hören dich. Oder? Bei mir hat sich nichts geändert. Ich habe gar nichts gemacht. Aber schön, dass wir. Guck mal, jetzt ist alles. Okay. Ist doch alles gut. Naja, wie lang geht denn der Interviewausschnitt ungefähr? Drei, vier Minuten. Ja. Aber guck mal, wir können ein bisschen Zeit. Lass uns den noch kurz gucken. Das Interview-Ding? Ja. Ja, alles klar, dann gucken wir das gleich nochmal. Wir haben ein. Achso, Entschuldigung, zur Erklärung. Es tut mir leid. Ich konnte im Rahmen des Filmfestivals von Venedig ein 10-minütiges Interview mit Denis Villeneuve führen. Ich war, während ich dieses Interview geführt habe, auf einer Hochzeit und bin kurz halt ins Hotel und habe dieses Interview dort geführt. Also, falls ihr euch wundert, wie ich da gerade aussehe, das war nicht wirklich geplant. Das war einfach, weiß ich nicht. Bin ich gespannt. Ja, nein, ich sehe halt ganz normal aus, aber irgendwie, ich hatte die Kappe auf und wollte eigentlich ohne Kappe und was weiß ich, egal. Danach nochmal kurz Spoiler-Talk oder? Du gehst mit einer Kappe zu einer Hochzeit, Daniel. Nein, ich hatte die Kappe einfach nur, egal. Plötzlich hieß es, ey, hier ist Denis Villeneuve, red mit ihm. Und Denis Villeneuve war auch auf der Hochzeit. Ja, der war auch auf der Hochzeit. Ja. So, so läuft das bei dir. Das gucken wir uns jetzt hier kurz an und dann kommen wir gleich zurück und verabschieden euch. Geheiratet. Also, hier ist der Interviewausschnitt. Ach so, und das. Ja, hier ist der Interviewausschnitt. Wow. Wenn der Sohn des Herzogs überlebt. Kein Atreides überlebt. My Lord, Sie gaben der Hexe Ihr Wort. Sie sieht zu viel. Ich sagte, ich füge Ihnen kein Leid zu. Und das tue ich auch nicht. Aber Arrakis ist Arrakis. Und die Wüste holt sich die Schwachen. Meine Wüste. Mein Arrakis. Mein Dune. Hello, my name is Daniel Schröckert. I'm from Germany
And the outlet is Rocket Beans TV and Kino Plus. Nice. Thank you. Thank you very much. Nice to meet you. I will start with my first and most obvious question. Do you still like sand? We had sand everywhere, and the sand was very generous with us. I will tell you this, the desert, when you shoot in the desert, of course, it's like shooting in the ocean. I mean, you are like, you have to deal with what you get from nature. And I was dreaming to have like a very specific look for the film, which is like very bright, harsh, bright white skies and with a lot of wind. And because there was, I didn't want the desert to be romantic. I wanted the desert. I wanted to receive the harshness and the roughness of the desert and the true desert, not some kind of pretty desert. I didn't want the desert to be pretty. And I wanted, Greg Fraser and I were looking for very specific kind of light. And lucky enough, we went in a season where we were supposed to get this, and we did get it, and that came with a lot of wind, little sandstorms, and we were so happy because the desert was alive and exactly as it was. So yes, I'm not tired of sand. We had sand everywhere. Yes, but it was so fun to do. Seriously, it's like we were like kids in a candy store. It was crazy. It was so fun to do. I mean, if you ask me what is my favorite part of the shooting, it's definitely the desert. It's like, and I think that all the crew, frankly, will say the same thing. It was difficult, but we had so much fun. And then the second most obvious question, why Dune? What attracted you so much to the novel? Falls etwas passiert, wirst du Paul beschützen? Mit meinem Leben. Nein! Nur gemeinsam haben wir eine Chance. Da hat er aber einen krassen Cliffhanger noch eingebaut. Ja, das ganze Interview wird es ab Sonntag bei uns auf dem Kanal geben. Dann auch richtig untertitelt. Sandro setzt sich nochmal hin und bastelt da Untertitel rein. Wenn ich schnell genug bin, vielleicht sogar schon am Samstag. Ja, genau. Aber er wirkte schon echt arg geschafft. Ich glaube, der hat auch dann mit Festival und all so einem Programm. Ja, Promo-Phase. Die waren da gerade in Venedig, ne? Ich habe ja, wie gesagt, ich habe mir gefühlt 10 Stunden Interviews reingezogen. Der hat ordentlich. Aber abgedreht ist der ja schon lange, der Film, ne? Der Film ist schon länger abgedreht, auf jeden Fall, ja. Aber ich weiß nicht, habt ihr nicht das Gefühl gehabt, es gab noch Szenen anhand der Trailer, die waren nicht im fertigen Film? Ja. Bestimmt. Ja, ne? Diese eine Szene, wo Duncan Idaho kniet und ihn als seinen neuen Lord quasi preist in der Wüste. Und das habe ich nicht gesehen. Jetzt sind wir schon im Spoiler-Territory, oder? Ach so, wir können ja mal reinhauen. Ja, pass auf, dann hauen wir jetzt mal einen Spoiler-Rahmen. Jawohl. Die gibt's aber. Ich habe gestern, ich habe das auch erst gedacht, ja? David, weil man vergisst so viele Szenen. Aber wenn du dich dran erinnerst, wenn Jessica und Paul in der Wüste sind, dann fliegt irgendwann Duncan Idaho zu ihm und erklärt den anderen beiden, dass der Duke tot ist, also sein Vater. Dann war ich jetzt beim zweiten Mal war ich, glaube ich, auf Toilette genau in der Szene und das kann sein. Und genau in dem Moment kniet er sich dann nieder und sagt, ey, du bist mein neuer Baron quasi. Oder Herzog. Okay, gut. Herzog, zieh ich zurück. Aber wollen wir mal ein Special Shoutout machen für Jessica Ferguson? Also für Rebecca Ferguson. Alter, Rebecca die spielt allen die Show. Wirklich. Also, gestern nochmal festgestellt, also es ist eine. Ja, und dann halt, das ist, glaube ich, das spielt da rein in all das, was ihr schon gesagt habt. Ein Blockbuster mit einer derartigen Ernsthaftigkeit, mit einem derartigen Aufwand. Und dann hast du die Darsteller, die es schaffen, mit dem, was, sag ich mal, mit dem Wenigen, was diese Story bisher für uns bereithält, noch wirklich so viel irgendwie rauszuholen oder so viel draus zu machen. Weil die müssen es ja wahrscheinlich, die wissen ja wahrscheinlich viel, viel mehr. Die haben ja viel, viel, viel mehr Input, auf den sie sich irgendwie bauen können oder stützen können, was die Rolle angeht. Aber das können sie ja natürlich noch nicht so wirklich spielen. Also es wird ja noch nicht gezeigt.
Und ich finde, gerade Frau Ferguson, warum muss ich die ganze Zeit Jessica sagen? Gerade Frau Ferguson macht es meiner Ansicht nach sensationell, wie viel, ja, weiß ich nicht, wie viel Emotionen, wie viel Schauspiel, wie viel Variation sie da in diese Rolle mit reinbringt. So. Also, ich würde sagen, sie ist echt der stärkste Aktivposten neben Chalamet. Ich will auch Timothy Chalamet hervorheben, weil seine Rolle auch echt fucking schwierig ist, ne? Der wird da so von allen Seiten, hört er einfach nur, dass er der Auserwählte sei. Und du siehst ja seine Unsicherheit. Und ich fand diesen Moment auch so stark, wenn er im Zelt seine Mutter anschreit so und sagt, ey, du hast mich zu einem fucking Monster gemacht mit deinen scheiß Hexen da quasi. Und das finde ich einfach nur Wahnsinn, wie man ihm so viel von den Lippen oder vom Gesicht ablesen kann, weil man eben nicht jeden Scheiß, also nicht jeden Hintergrund weiß, ne? Also allein sowas wie warum es keine Roboter oder KI mehr gibt in dieser Welt. Es gab halt einen Krieg vor 10.000 Jahren gegen die KI. Deswegen ist diese Welt zwar hochtechnologisiert. Die KI hat verloren? Ja. Die KI hat das verloren, ja. Das stimmt mich optimistisch. Das ist der Background so. Und das sind halt so viele Background-Informationen, die er halt weglässt bewusst, weil es sonst einfach zu viel wäre. Und auch was die inneren Gedanken, Gefühle und so von eben Paul Atreides angeht. Aber durch die Schauspieler und Schauspielerinnen kann man das halt alles irgendwie in Kontext setzen. Und das ist echt wahnsinnig stark. Deswegen ist es umso wichtiger, dass der Cast so ausgewählt wurde, wie er ausgewählt wurde. Was ich sehr stark fand, muss ich sagen, in Bezug auf diese Messias-Rolle, und das ist für mich der größte Unterschied zur Lynch-Version, ist, dass in den Villeneuves Version jetzt dieser ursprüngliche Gedanke von Frank Herbert zurückkommt, nämlich dass diese Messias-Figur eben auch auf kritische Weise zu betrachten ist. Also Paul ringt ja regelrecht mit sich, weil er in seinen Visionen schon sieht, dass in seinem Namen ein heiliger Krieg ausgefochten werden wird oder könnte. Und da spielt dann der Film dann auch auf die Weltreligionen an. Und in Lynch-Version ist es ja dann am Ende, also gleich Doppelspoiler, dass Paul es ganz am Ende regnen lässt. Und das ist im Buch ja nie vorgekommen. Und also da ist das sehr viel mehr aus einer anderen Perspektive, wird es betrachtet. Und das kommt jetzt hier wieder zurück und das finde ich sehr stark. Weil es eben nicht diese Heldenreise ist, wo du klar weißt, so, das ist jetzt Luke Skywalker oder das ist Neo oder so, der dann am Ende fliegen kann. Sondern der will das eigentlich gar nicht. Und eigentlich ist es eher mehr, das hat Wolfgang Engem-Schmidt in seinem Video sehr schön betrachtet, dass das eben mehr eine Ideologie ist, die ihm aufgedrängt wird, weil da wurde von den Bene Gesserit auf dem Planeten, wurde das indigene Volk wurde dann schon so lange bearbeitet, dass es da diesen Messias gibt, dass die jetzt rumrennen und sagen, hey, du bist der Messias, und dann wird halt aus dem Hören sagen, dann vielleicht Wahrheit. Und ist das überhaupt Wahrheit? Und diese Frage stellt der Film auch eher so nebenbei, weil, wie gesagt, es passiert ja so viel, aber dass er das tut und auch noch einstreut und quasi korrigiert, finde ich ganz spektakulär. Ich finde, ich mag, dass der Charakter von Timothy Chalamet im Prinzip die ganze Zeit beschützt werden muss. Also er ist zwar der Held, aber er ist auch gleichzeitig wie so eine Ming-Vase, die bloß nicht kaputt gehen darf. Eine Hoffnung. Und wenn man das jetzt mal vergleicht, nimm mal den Mary Sue-Charakter hier von Rey in der neuen Trilogie, die einfach alles kann, von Anfang an, wofür andere irgendwie jahrelang trainieren mussten. Oder sie kann einfach alles, sie meistert alles. Sie ist einfach dieser klassische Mary Sue-Charakter. Und bei ihm ist es eher so, dass da sind Zweifel. Gut, ja, hat Ray teilweise auch, ich fühle den, ich fühle mit dem, ich gucke diese Filme, ich habe Angst um den Hauptcharakter. Man sieht es dann auch, was du gerade gesagt hast, in den Augen von Rebecca Ferguson, seiner Mutter, die da kannst du ja auch richtig ablesen, die Bedrohung ist real, du bist ganz anders verhaftet irgendwie dadurch. Und ich muss auch sagen, Timothy Chalamet, also wow, der Typ ist einfach nur krass. Also ich weiß nicht, wie Hollywood den gefunden hat, aber der Typ, den werden wir noch, das ist der nächste DiCaprio oder keine Ahnung, den werden wir noch, die nächsten 30 Jahre werden wir noch über Timothy Chalamet reden. Der Typ, ich glaube, David hat es auch gesagt, du guckst dem in die Augen und hast das Gefühl, okay, Oscar. Ja. So, weißt du, das ist einfach krass. Muss ich wirklich einfach sagen. Ein fantastischer Schauspieler, der mit ganz wenig ganz viel erreicht, finde ich. Ganz toll. Und der jetzt auch zum ersten Mal, ich meine, wenn man die bisherigen Filme von ihm anschaut, ne, also ich meine, nichts gegen seine bisherigen Auftritte. Der hat ja immer wieder für gute schauspielerische Leistungen schon gesorgt. Allein Call Me By Your Name. Aber so körperlich wie jetzt hier in diesem Film, fand ich, war er auch noch nie. Hat er also, nicht King Arthur oder sowas gemacht? Nee, das King. War hier, das war der den anderen, The Henry King. Der Fünfte. Wie Henry ist der? Der Fünfte. The King, Henry der Fünfte. War genau, mit Robert Pattinson noch, ne?
Mhm. Genau. Habe ich aber nicht gesehen. Hat er da eine körperliche Rolle? Oder ist ja, der hat halt eine Rüstung an, aber da ist er auch wieder, da macht er sich eher lächerlich. Also da ist er auch wieder so der Aufschneider, das Großmaul, der dann halt wirklich noch blamiert wird, sag ich mal. Nein, du verwechselst den Film. Nein, er ist ein Kämpfer da in dem Film. Also am Anfang ist er zwar ein Säufer. Was meinst du denn? Du meinst dann was anderes, aber ich weiß nicht, was du meinst. Moment. Ah nee, er macht King Arthur. Ist er ja wirklich, dann steht er dann unter, kämpft er dann mit in der Schlacht und ist sehr körperlich. Also er schwingt da auch das Schwert und finde, das funktioniert da auch ganz gut. Also er ist da auch sehr schmächtig, aber es funktioniert in The King trotzdem halbwegs, finde ich. Aber ja, er ist halt wirklich so und dann rennt er da in die Schlacht rein und hier ist es jetzt auch so, er macht da so seine Flickflacks, aber es wird halt eben dadurch erklärt, und das machen sie ganz gut, er wird von den beiden besten Schwertmeistern des Universums gefühlt ausgebildet und dann macht es dann irgendwie Sinn, dass er am Ende auch so fast beiläufig seinen Gegner, das finde ich sehr stark, dieser Moment, dieser Kampf, der so aufgebaut wird und du hast das Gefühl, oh, jetzt wird er vielleicht gleich erstochen und dann spielt er förmlich mit seinem Gegner, fand ich irgendwie cool. Ja. Ursprünglich sollte ja die Rolle Sam Worthington spielen. das war der erste Wunsch von Danny Wolf. Nee, Spaß beiseite. Was wir noch gar nicht erwähnt haben, was man vielleicht auch mal für die Leute, die den Film noch nicht gesehen haben und trotzdem jetzt beim Spoiler-Talk irgendwie noch dabei sind, Zendaya. Taucht auf jedem Filmplakat auf, ist ja auch ein Shootingstar gerade in Hollywood. Und da muss man vielleicht ganz kurz sagen, sie taucht in dem Film quasi nicht auf. Der zweite wird halt ihr. Das kann sein, dass der zweite ihr Film wird. Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich kann nur beurteilen, was ich im Kino gesehen habe. Und da muss man schon sagen, also das ist schon fast schon eine Mogelpackung, sie aufs Poster zu schreiben, weil sie einfach de facto, glaube ich, 2 Minuten Screentime hat. Eine Woche Drehzeit gehabt, hat sie letztens im Interview auch gesagt. Also, ja. Aber sie ist halt auch Antrieb, ne? Muss man schon mal so zusagen. Also so unwichtig ist sie nicht. Ja. Würde ich nicht sagen. Weiß ich nicht. Also er sieht sie halt immer in seinen Visionen und dann kommt sie so rein, guckt so in die Sonne oder guckt auch mal so in die Sonne und das ist dann, bis zum Ende passiert dann nicht viel. Am Ende darfst du dann auch mal 2 Sätze sagen und dann guckt sie in der letzten Einstellung auch noch mal in die Sonne. Und dann denkst du, da gebe ich Eddie recht, weil sie wird halt mit Chalamet so als am ehesten vermarktet auch. Der Trailer beginnt mit ihrem Voice-Over und dann ist sie halt im Film nicht da. Bisschen schwierig. Ich glaube, die Leute, die wissen, dass das Buch zweigeteilt wurde, werden es geahnt haben, aber alle anderen können sich schon gerne, also wer wegen Zendaya ins Kino geht, hat eine schlechte Zeit. Die ganzen Disney-Fans. Es ist jetzt auch kein Dealbreaker, aber das war sowas, wo ich gesagt habe, wenn der Film noch eine halbe Stunde länger gegangen wäre und man vielleicht noch ein bisschen mehr den Fremen ein bisschen mehr gegeben, weil wir haben ja auch nicht wirklich viel Antagonisten. Auf dem Poster hier sehen wir auch im Prinzip nur die Guten. Da hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr in die andere Welt eintauchen können, ein bisschen mehr was zeigen können, was dann auch vielleicht schon so ein Foreshadowing ist für den zweiten Teil. Wenn man ein bisschen das Salz in der Suppe suchen möchte. Wie gesagt, kein Dealbreaker. Es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, mit Zendaya wäre der Film viel besser gewesen. Aber es ist halt aufgefallen. Das kann man vielleicht so, wenn wir über alles schon geredet haben, auch noch mal kurz reinwerfen. Auch so eine Foreshadowing-Sache. Es wird einfach in einer ganz kurzen Szene erwähnt, dass sie halt einfach eine Tochter kriegt oder ein Kind. Und das wird später noch mega relevant. Aber in diesem Film ist es so, wird halt kurz mal gedroppt, dass er erkennt, dass Jessica ein Kind gebärt. Ach so, wird. Ja. Das wusste ich noch nicht. Was? Kommt im Film vor, keine Sorge. Ja. Zendaya? Nee, nein. Jessica. Nein. Dass Jessica ein. Wer ist denn Jessica? Paul ist die Mutter von Rebecca Ferguson. Rebecca Ferguson. Ich nenne sie bei Schauspielern. Okay, dass Paul eine Schwester kriegt. Okay. Fuck, dass Timothy Chalamet eine Schwester kriegt. Timothy Chalamet kriegt im echten Leben eine Schwester? Ja. Damit haben wir den Titel von Rebecca Ferguson? Damit haben wir den Titel von dieser Sendung. Was hat Sam Worthington damit zu tun? ich knabber immer noch an diesem Ritterfilm, den ich da jetzt verwechsel. Ach, Daniel. Ja, Mann, das tut mir leid. Passiert. Aber haben nicht dann Robert Pattinson und Timothy Chalamet irgendwie so ein Duell, was so ein bisschen lächerlich für den einen oder von den beiden endet? Ja, für Robert Pattinson. Ah, für Pattinson. Robert Pattinson stolpert dann so und rutscht aus und dann sagt Henry zu seinen Gefolgsleuten, ich kann nur jedem empfehlen, den anzugucken, ist der beste Film, den es auf Netflix gibt, neben The Irishman, wie ich finde. Welcher Film? The King. Dann hol ich den mal. David Michaud. Ich habe den nur einmal gesehen und er ist mir leider nicht so hängen geblieben. Ja, das ist ein Netflix-Film, oder? Ja, ich finde. Was hat er gerade eben gesagt? Hab ich nicht. Da war ich schon am Gucken. Toll. Also auch der ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ihr Outlaw King gesehen habt, der kam dann ein Jahr früher, der auch wirklich fantastisch ist. Der ist mit Chris Pine.
Und der ist das mit dieser Opening-Sequenz, wo sie da über diesen ganzen. Diese Trebuchets. Genau, wo sie über das Schlachtfeld laufen, dann diese riesen Katapulte dann irgendwann abfeuern, ne? Ja, genau. Ja, okay. Aber es gibt auch in The King Katapult-Szenen, deswegen man kann die ein bisschen durcheinander bringen. Okay. Das ist schon richtig. Alles klar, ja, dann ist, erklärt sich das, warum ich jetzt hier zwei Filme irgendwie, glaube ich, durcheinander geschmissen habe. Gut, aber wir schmeißen hier nichts durcheinander, wir beenden jetzt die ganze Geschichte. Geht bitte ins Kino. Geht, wir sind hier alle der Meinung, geht in Dune. Es ist ein Film, den man so schnell nicht auf der Leinwand gesehen hat und wahrscheinlich auch erstmal nicht sehen wird. Und wir hoffen inständig, dass er dort kommen, also dass ein zweiter Teil noch kommen wird. Und ja, was anderes bleibt da nicht mehr zu sagen. Ne? Vielen Dank, David. Danke auch, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat Spaß gemacht. Und ja, danke Sandro, danke Etienne. Danke euch da draußen fürs Zuschauen. Schaut RBTV, falls ihr nicht in Dune geht. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich nächste Woche. Tschüss. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtv.to/kinoplus.